64 Hobbiton, vielen Dank für den Sub. So, Stream ist wohl weg. Ich kann nichts tun, es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob die das Internet abschalten am Wochenende. Gestern lief es ja relativ flüssig. Heute macht es nicht den Eindruck. Spann nach C6. Die Züge kommen ja auch ein bisschen versetzt. Dame nach A3, Turm nach A1, Dame nach C5. Jetzt kann er sich den Braun schnappen. Der Läufer kann nicht zurückschlagen. Wegen Fesselpech. König nach G7, Springer nach D5. Also Keimer dominiert das hier bisher. Spielt wahnsinnig stark, muss man sagen. Bei nach D5 scheint entscheidend, muss man ein bisschen rechnen, die ganzen Takes hier. Aber am Ende verbleibt Weiß mit mehr Material, mit Turm gegen Läufer. Das sollte relativ leicht gewonnen sein. Also Springer nach D5 sieht stark aus, laut Computer auch nicht der einzige Zug. Computer sagt ja auch irgendwelche wären Züge wie Springer nach C8. Springer nach D5 ist, glaube ich, schon bis zum Ende berechenbar. Ja, und ein leichtes für Vincent Keimer. Spielsprenger T5. Er haut mal mit dir auch einfach weg hier. Das ist schon extrem beeindruckend. Aus ausgeglichener Stellung vollkommen überspielt den Aseri, der ja seit Jahrzehnten ein Weltklasse-Mann ist. Ich habe zweimal gespielt gegen Mordiaw. 2005 in Göteborg und dann 2008. In Dortmund. Also lange dabei. Spoon of Wisdom, vielen Dank für den Sub. Also es kommt. Wie wir es erwartet haben, schlägt, Läufer schlägt, Läufer schlägt D5. Jetzt Dame schlägt hier, Dame schlägt F8, wäre vorbei. Deshalb Läufer nach D6. Hat dann Dame H8 Schach. König E7, Dame D4. Behält das Mehrmaterial. Und Mamedjarov gibt sich geschlagen. Partie aus einem Guss von Vincent Keimer. Absolut beeindruckend. Lässt Mamedjarov hier überhaupt keine Chance. Aus ausgeglichener Stellung. Macht er ihn völlig fertig. Paar Ungenauigkeiten bei Mamedjarov, aber nichts Drastisches. Und zack, zieht er ihn weg. Hut ab. Also ich glaube hier, Bau nach A6 war nicht der Weisheit letzter Schluss. Vielleicht hätte er doch den Läufer zurück pushen müssen. Dann nach Turm FD1, Läufer nach E8. Wie gesagt, Kleinigkeiten. Und dann nach Turm schlägt D1. Der wichtige Zug, Dame schlägt D1. Wo viele reflexmäßig, glaube ich, mit dem Turm geschlagen hätten. Aber nach Dame schlägt D1. War die Störung auf einmal schon sehr, sehr schwer für Mamedjarov. Und Keimer spielte es perfekt zu Ende. Also ich glaube, alle Züge astrein. Kann wirklich nicht meckern. So, wir gucken, was sonst noch so läuft. Was wollt ihr sehen, Chat? Hier Magnus, den Weltmeister. World Champion. Magnus hat sich wieder schick gemacht. So kennen wir ihn gegen Richard Rapport. Da haben wir die beiden. Sollen wir sie to frame fitten? Geisen ist der Mann mit der Kapuze auf, mit den schwarzen Steinen hier. Rapport.
Kurt Cobain Lookalike. Ursprünglich aus Ungarn, wohnt, soweit ich weiß, in Serbien, spielt für Rumänien. Ist kompliziert, die Schachwelt. Ich glubsch zu, vielen Dank für das Subgeschenk. Karl sind 3 Minuten, Rapport 4 Minuten, Stellung. Grob ausgeglichen, der Springer auf H7 steht ein bisschen komisch, weiß ja das Läuferpaar, aber schwarz sehr aktiv hier auf dieser langen Diagonale. Mit der Batterie. Das heißt, Rapport muss wahrscheinlich die Dame zurückbringen und den Springer verteidigen. Er wirkt fokussiert. Schachweltmeister Magnus Carlsen sitzt in irgendeiner schwedischen Holzhütte, aber scheint besseres Internet zu haben als wir hier. Absoluter Skandal. Bert Herbert sagt, ich will nichts unterstellen, aber. Meistens kommt da ja eine Unterstellung, ne? Wenn jemand sagt, ich will nichts unterstellen, aber. Ich kann mich täuschen. Es ist ein bisschen Lanz versus Precht-Vibes, ja. Sprenger nach H4. Rapport erlaubt den Läufertausch. Das sieht ungesund aus. Richie. Carlsen murmelt sich noch ein bisschen ein. Kann nicht jeder am Strand sitzen wie wir. Aber jetzt kann ich hier schlagen. Dann Dame rein. Und es sieht schlecht aus. Für Ricardo Rapport. Check in Mate. Wieso ist er in Schweden? Ey, er hat... Wieso häufig? Das stört mich auch ein bisschen an, Magnus. Wieder keine genauen Beweggründe mir geschickt, warum er sich wo aufhält. Würde ich mir auch wünschen, dass er da ein bisschen transparenter agiert. Gerade sein Cheftrainer Peter Heine Nielsen ist ja ein großer Verfechter der Transparenz. Also ich finde, so eine kleine Nachricht hier. Hallo, ich bin in Schweden, weil... Wäre schon nett, Magnus. Einfach nach Schweden fahren. Ohne uns Bescheid zu sagen. Nicht ganz korrekt. Aber wir können ihn nicht stoppen. Läuferschlicht G2. Und Läuferschlicht B4. Rapport möchte nicht diese Springer schlicht G2, Dame schlägt F3. Dame nach F3. Schlägt deshalb den Kollegen. Aber Carlsen können trotzdem schlagen und dann rein mit der Dame nach F3. Kurt Kohling sagt, haben Keimer und Carlsen denselben Trainer? Nicht, dass ich wüsste. Beziehungsweise, ich weiß, dass dem nicht so ist. Kugelbuch sagt uns auch nicht Bescheid. Ich muss mal gucken, hat Kugelbuch uns eigentlich zurückgeschrieben? Ich habe ja hier, weil ihr so besorgt wart, Kugelbuch geschrieben, weil es gut ist. Ich habe noch nicht gecheckt, ob er geantwortet hat. Nee, Kugelbuch ignoriert uns Chat. Er hat nicht geantwortet. Hier, gestern um 21.22 Uhr, mein Chat vermisst dich, alles gut bei dir, habe ich geschrieben. Keine Antwort. Das ist schon ein Front von ihm. Ist zu Fame geworden, um hier kurz zurückzuschreiben. Also Magnus sagt uns nicht, warum er in Schweden ist. Kugelbuch antwortet uns nicht. Es geht bergab. Apropos bergab, wir haben ja Level 2 Boost Train. 1 Minute noch, 50% erst. Level 2 müssen wir schon schaffen, Chat. Ich weiß, ist nicht alles perfekt hier heute, aber ich gebe mir alle Mühe. Und stets bemüht, so auch viel wert. Also, wenn ihr Amazon Prime habt, ihr kennt es, verknüpft es mit einem Twitch, zack, könnt ihr mehr kostenfrei diesen kleinen Kanal abonnieren und den Boost Train am Laufen halten. Läufer schlägt B4. Carlsen nimmt nicht den Läufer, sondern spielt Läufer nach F3. Läufer nach D2 und nimmt den Bauern. Sieht auch nicht direkt schlecht aus. Hat jetzt einen Bauern mehr. Die sogenannten ungleichfarbigen Läufer sollten ihm hier eher helfen, weil der weiße König ein bisschen anfällig ist.
Also Carlsen sollte das hier normalerweise abtragen. Oh, 10 Sekunden noch, 78% haben wir in unserem Boost Train. 8, 7. Uff, keine zwei Subs mehr da draußen, um den Boost Train am Laufen zu halten. Oh no. Weg ist er. Naja. Ich habe auch kein gutes Internet. Will ich nicht zu sehr einen auf Marktschreier hier machen. Wir probieren, die Show halbwegs am Laufen zu halten. Trotzdem. Danke für den Support. Scoville 84. Kanonenfutter sagt, trainiert KB, MC oder umgekehrt. Wer ist KB? Herkules. Vielen Dank für das Ab. Bau nach G5 und Bau nach B4. Was ist das denn? Richie mit der Gesamtsituation zufrieden. Wollte hier nicht passiv den Springer zurückziehen. Versucht die Lage zu verwehren mit Bau nach B4. Ach, Kugelbuch. Im Kugelbuch trainiert Magnus Carlsen, soweit ich weiß, ja. Stafford, schottisches Gambit. Variantenberechnung. Endspiele. Das volle Programm. Ich weiß nicht, was B4 soll. Er kann ihn einfach wegnehmen. Ich vermute, dann will er hier irgendwie mit A5 weiter rödeln, aber könnte ja auch schwarz mit seinem Bauern mal vorlaufen. Es sieht nicht gut aus. Puttbilder müssen auch gelernt werden, das ist korrekt. Und da kommt der B-Bauer. Bauernumwandlung, ich weiß nicht, ob er das schon hatte im KB-Training. Früher hieß es Kadertraining bei uns, jetzt Kugeltraining. Und Rapport steht nicht gut. Schlägt B6, B2, Dame C7. Die letzten Versuche, sich auch eine Dame zu holen hier. Aber wenn Carlsen jetzt seine Dame zentralisiert, stellt er sicher, dass er hier als Erster. Wie sagt man, als Erster malt? Als Erster mattet? Auf einer F3. Wahrscheinlich auch kein schlechter Zug. Verhindert auch, dass der Bauer hier vorankommt, während der eigene Bauer ja schwer zu stoppen sein wird. Also Carlsen wird es hier gewinnen. Rapport hat den Verband gewechselt, spielt jetzt für Rumänien. Ich habe letztes Mal den Verband gewechselt, als ich mir einen Arm gebrochen hatte. Aber es wird häufiger und häufiger im Schach. Aronian spielt jetzt für die USA. Rapport für Rumänien. Carlsen spielt noch nicht für Schweden, aber aus Schweden. Verdächtig? Fragezeichen. Und er gewinnt diese Partie gegen Richard Rapport. Wer spielt denn hier noch? Haben wir noch etwas Spannendes? Wir haben hier noch Mittal gegen Duda. Wo ist der Dude? Jan Krzysztof Duda. Pin for me. Fit to frame. Da haben wir Jan Krzysztof. Krzysztof wird das hier gewinnen gegen Mittal.
Zwei Bauern mehr, das ist zu viel. Auch mit ungleichfarbigen Läufern. Keine Chance mehr. Für den 16-jährigen internationalen Meister aus Indien, der sich qualifiziert hat für diese Tour, gegen Magnus Carlsen eine Gewinnstellung hatte, am gestrigen Tage. Aber hier wird er verlieren. Tonner F1 spekuliert auf E4, Lauf schlicht E4. Aber das lässt sich ein Duda normalerweise nicht mehr vom Boden nehmen. König G5 oder Bau nach H5. Das macht er. Mitya sieht einfach alter aus als seine Gegner. Wie alt sieht er aus, ey? Gukesh. Gukesh ist auch. Wie alt ist Gukesh? Ist er 17 inzwischen? Müssen wir auch gleich studieren. Jojo Mojo, vielen Dank für den Sub. Tonner E6. Jan Schischtoff hat nichts gegen ein paar Türme abzutauschen hier. Störung ist hoffnungslos. Zwei Bauern sind zwei Bauern. Die Störung ist zu trivial. Wir schalten um zu Erigaisi. Sorry, Jan Schischtoff, du stehst so gut. Arjun. Don't make it bad. Erigaisi kennt ihr ja. Ein weiterer junger indischer Superstar, 19 Jahre jung. Also ist immer ein Feuerwerk der Emotionen. Viel am Rumzappeln, unglaubliches Minenspiel bei Erigaisi. Da sehen wir es wieder, wild am Gestikulieren hier gegen Nils Grandelius. Aber wird ihm das helfen? Springer D7. Erigaisi scheint gut zu stehen. Die Albino sagt, das ist in Wirklichkeit Lugi mit einer Erigaisi-Maske. Nee, kann nicht sein. Lugi, wie wir aus dem Spiegelinterview erfahren haben, spielt ja mit Magnus Carlsen auf Augenhöhe. Und Erigaisi hat ja deutlich verloren das Finale der letzten Tour gegen Carlsen. Also kann es nicht Lugi sein. Mathematik-Chat. Meint ihr, wenn er seine Emotionen ein bisschen in den Griff kriegt, dann kann aus ihm noch was werden bei Erigaisi? Ja, er muss ruhiger werden, ne? Er muss ruhiger werden. Das ist ganz klar. Aber Potenzial sehe ich da auf jeden Fall. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren viel Blitz mit Lugi gespielt. Ich war vor 20 Jahren auch ungefähr auf Augenhöhe mit ihm. Und er muss sich dann sehr, sehr verbessert haben in seinen 50ern, um auf einmal auch mit Magnus auf Augenhöhe zu sein. Hut ab an Monsieur Dlugi. Bei Konya TV sagt, was würde ich Erigaisi empfehlen? Frag, was würde ich Erigaisi empfehlen, dass er nicht so unkontrolliert und wild ist beim Spielen? Schwer zu sagen. Also die alte Weisheit ist immer auf die Hände setzen, aber ist natürlich beim Online-Schach schwierig, ne? Ich baue nach D4, den durfte er nicht schlagen, wegen der Springerkabel. Aber er scheint immer noch besser zu stehen. Langhals-Dinosaurier sagt, Jan, könntest du nochmal für alle vielleicht die aktuelle Tabelle zeigen? Ja klar, wenn es für alle ist, auf jeden Fall. Also nur für dich hätte ich es nicht gemacht, Langhals-Dinosaurier. Aber hier für alle, da sind wir dabei. Horst Total, danke für den Sub.
Hier, habt ihr sie alle gesehen? Hier, Nils Scott zeigen wir nicht. Chat sagt, Jan, wie sieht es bei dir momentan im Sport aus? Nee, momentan ist schlecht, weil ich muss hier, oder ich wollte hier kommentieren die nächsten Stunden. Balkonia TV, danke für das Sub. Fensterpech gerade. Aber ich arbeite wie immer fleißig dran. Da. So, Nils wird hier verlieren, wird bei dem einen Punkt bleiben. Erika Isi scheint seine Nerven halbwegs beruhigt zu haben und hier ein paar Bauern gefuttert. Jetzt Bauer nach G3. Das soll er machen. Chat läuft Stream stabil. Ich bin heute ungefähr so aufgepeitscht hier, wie Erika Isi immer ist. Aber vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Feuer rein hier, wenn wir die Verbindung haben. Wobei Feuer rein soll ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Feuerwehrmann Sam in Barcelona überhaupt aktiv ist. Sonst könnte es gefährlich werden. Nils Grandelius, das haben wir ja schon festgestellt. Sieht manchmal ein bisschen aus wie Jack Nicholson in The Shining, gerade wenn die Stellung nicht so doll ist. Und er hat getweetet: Tough day yesterday, but it's already forgotten. Was ja technisch nicht sein kann. Es sei denn, er hat es während des Tweetens vergessen. Also er hat getweetet: Tough day yesterday, dann hat er es vergessen und dann getweetet: But it's already forgotten. Aber was hat er dann vergessen, wenn er es schon vergessen hat? Also es leuchtet mir nicht ein, der Tweet von Nils. Ich sag's euch, wie es ist. König E3, Erika Isi hat den Laden unter Kontrolle. Nils hatte sich, glaube ich, hier noch verlassen auf König G5, um da ein bisschen Gegenspiel zu organisieren. Aber es reicht nicht. Zwei Bauern mehr für Weiß. Jetzt Springer nach D4. Sollte die Partie beenden. Und so ist es, Erika Isi. Da er explodiert vor Freude. Holt den vollen Punkt und meldet sich ab. Geht feiern. Hut ab. Okay, gucken wir auf die Ergebnisse. Schaffen wir das? Hier. Muss hier einiges refreshen immer. Ah, jetzt hast du refreshed. Anish Giri gewinnt gegen den Chessbra Eric Hansen. Vincent Kaimer dominiert mit den weißen Steinen. Weltklasse-Mann. Schachriar Mamedjarov. Also Kaimers Schachriar macht sich da auf jeden Fall bezahlt. Mital verliert gegen Duda, haben wir gesehen. Kasen gewinnt gegen Rapport, haben wir auch gesehen. Anton Remis gegen Naroditsky. Naroditsky war also Remis einfach, keine nix. Erika Isi gewinnt gegen Nils Grandelius. Vidit schlägt den Führenden. Abdusatorov, Veni, Vidit, Vici, wie der Lateiner sagt. Und Gukesh gewinnt im indischen Duell gegen Hare Krishna. Wir gucken auf die Paarung der nächsten Runde. JJ Mania, danke für den Sub. Chad, ich habe wenig Energie heute. Ich sag's euch, wie es ist. Aber zum Glück können wir Keimer mit unserer Leguan-haftigkeit am heutigen Tage nicht anstecken. Solange er die Energie hat, ist ja alles gut. Also, nächste Runde. Ich vermute, ich muss nicht fragen, was ihr sehen wollt. Na, aber ich frage trotzdem. Was wollt ihr sehen? Sagt mir eine Zahl von 1 bis 8. 1 hier oben. 8 ist hier unten.
Chat will Vinny sehen. Alles klar, alles klar. So steht's. Vinny geteilter Erster. Gasen, der Weltmeister. Abdusatoro, der Schnellschau-Weltmeister. Jan Krzysztof Duda, der Weltcupsieger. Keine schlechte Gesellschaft, die er da hat auf dem ersten Platz. Susu XP würde gerne Iwanchuk sehen. Ey, tut mir leid, ich kann nur Wünsche erfüllen von Spielern, die hier mitspielen. Also Spieler, die nicht mitspielen, wird schwer. Aber ich glaube, Iwanchuk streamt auf Twitch. Vielleicht kannst du ihn da finden auch. Ich weiß nicht, ob er nochmal dabei sein wird in dieser Tour. Mann, ich bin parteiisch, nächste Partie. Das ist der Hansenstadt Hamburg. Das kann natürlich sein. Ey. Einige Städte der Hansen, ne? Was gibt's für Hansenstädte? Ich kenne mich nicht so aus. Lübeck? Rostock? Bremen? JJ Mania sagt Wismar. Ja, wenn ihr es wisst, dann sagt es mir bitte auch. Köln. Hansenstadt Köln. Stade ist doch keine Hansestadt. Ja, können wir ja nichts erzählen, Chat. So, da haben wir Vincenzo. Groningen. Wismar, Stralsund, Stade und Buxtehude. Tatsächlich, ja. Das klingt gewusst oder gegoogelt. Stade hätte ich nicht gedacht. Köln? Ernsthaft? Ich dachte, warum denn Köln? Das macht auch keinen Sinn. Also wird schon stimmen, aber es überrascht mich. Hansestadt Köln. Braucht man dazu nicht irgendwie... Ich bin sehr ungebildet, wie die meisten Schachspieler. Ich habe Hanse immer eher so mit Flotte, Handel assoziiert. Weil Köln am Rhein liegt, kann ich hier die Handelsflotte Flotte anlegen oder was? Ich weiß nicht, ob ihr mir die Wahrheit sagt, Chat. Hansestadt Köln klingt sehr falsch. Mittelalter, großer Handelspunkt. Ja, das habe ich gehört. Die Höhner haben da ja viele Texte über ihre Jugend damals verfasst. Es gibt quasi unendlich historische Hansestädte. München, ja, jetzt hört man aber auf. Irgendwas ist gut. So, Eric, bist du da? Wir wären soweit. Im Mittelalter gab es in Deutschland an die 100 Hansestädte. Krass. Die meisten waren Binnenstädte im heutigen Nordrhein-Westfalen. Das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Wie gesagt, ich bin nicht sehr gebildet. Ich hätte nur so Lübeck, Hamburg, Bremen, Rostock, Wismar, Stralsund. Ja, das hätte ich erst gedacht. Aber Köln ist mir völlig neu. Okay,
Wieder was gelernt. Eric Hansen. Chat, wir haben eine Antwort vom Kugelbuch. Ich frage mal, ob ich das im Chat so sagen kann. Wahrscheinlich hier, weil wir uns beschwert haben. Jetzt will er doch kein Beef und dachte, antworte er doch mal. Kuhbuch lebt. Da sehen wir. Eric Hansen statt Köln. Putze erstmal schön die Nase hier. Der Chefbra. Weg nicht fit, der Eric, ne? Was ist denn los bei dir? Eric, Alter, warst wieder feiern gestern? Oder hast du hier eine Runde freundschaftliches Wrestling mit Aman Hamilton in den Knochen noch? Und Bau nach E4 von Hansen. Kamer spielt C6. Schon leichter Front, sagt hier Karo Khan. Eric, Alter, gegen dich meine ich E5 oder C5. Da reicht dem Bauern ein vorzuziehen. Hier D schlägt E4 und Springer F6 ist die theoretisch vielleicht sauberste Lösung. Erfordert aber viel Wissen. Aber Keimer weiß natürlich auch so einiges. Bau nach D3, mir ehrlich gesagt nicht geläufig. Dame nach E2 ist hier ein großer Komplex. Keimer scheint nicht überrascht. Spiellauf nach F5, Dame nach E2, Bau nach E6. Die jungen Leute und ihre Karo-Kann-Diskussion. Laufen nach D2, will die lange Schokolade machen. Das sieht nicht seriös aus. Herr Hansen. Gott, oh Gott. Schieß mich kreuz und quer übers Brett hier. Freund von mir, der ist Lokführer. Und er hat mir erzählt, da fährt er neulich mit dem Zug. Und da liegt ja eine tote Frau auf den Gleisen. Ich habe leider vergessen, wie der Witz weitergeht. Laufen hat D2, Spreibe D7. Sorry, ich muss an Knut Hansen denken. Und vergessen. Spreibe D7. Sieht erstmal gesund aus für Schwarz. Läufer E7, kurz Rochade. Jubo90, vielen Dank für den Sub. Chat, es gibt eine traurige Geschichte. Eine sehr, sehr traurige Geschichte, die mich und Eric Hansen persönlich betrifft. Morgen Abend, nach der Champions Chess Tour, ist Draft in unserer NBA Fantasy Liga, die bis letztes Jahr ohne Eric Hansen stattfand. Nun ist es aber so, dass ich morgen Abend, weil ich aus diesem Studio hier immer um 22 Uhr rausfliege, und ich nicht weiß, ob ich es bis dann danach zum stabilen Internet schaffe. Höchstwahrscheinlich nicht zum Draft schaffen werde. Und es scheint so, als würde ich, sollte dem so sein, ersetzt werden von Eric Hansen. Also nicht nur, dass die Chessbras uns hier alle Zuschauer wegnehmen. Jetzt nehmen uns die Chessbras auch noch unsere einzigen Freuden im Leben weg. Die NBA Fantasy League. Ist die Wahrheit. Da. Das ist er. Der Übeltäter. Das bedeutet auf jeden Fall Krieg.
Wer ist da im Draft? Echte Spieler? Ja, absolut echte Spieler. Hey, man kriegt ein Budget an Fantasiegeld und damit draftet man echte Spieler. Ich habe natürlich dominiert die Liga immer, vielleicht auch deshalb bin ich rausgeflogen, weil ich zu gut war für die anderen. Dank oder wegen sehr, sehr viel Verletzungspechs die letzten 2 Jahre nicht gewonnen. Aber jetzt, nur weil ich keine Zeit habe, zum Draft zu erscheinen, dann hier mich durch so ein Chessbra zu ersetzen, das ist schon kaltherzig. Also, nachdem ich gesagt habe, wirklich Minuten nachdem ich gesagt habe, in unserem Gruppenchat, unter anderem mit Weltmeister Magnus Carlsen, Weird Flex, Minuten nachdem ich gesagt habe, dass ich es wahrscheinlich zum Draft schaffe, sehe ich, Eric Hansen has joined the group. Und der Administrator sagt auch noch, gute Neuigkeiten, Eric kann einspringen. Was sagen gute Neuigkeiten, Alter? Absolute Frechheit. Ich habe noch gesagt, hier, könnt ihr es nicht meinetwegen einfach verschieben auf Montag? Und sie sagt, nö, wir nehmen Eric. Ich denke auch, es wird Zeit für einen offenen Brief. Keimer steht gut hier, aber bringt mir das meinen NBA-Fantasy-Platz zurück, wenn Keimer hier Eric Hansen verprügelt? Ich glaube nicht. Balken sagt Schwarz ein bisschen besser. Ja, 3 ist es ja auch hier. Es ist ja auch ein bisschen Quatsch, wie der Eric spielt. Balken möchte hier schlagen und auf den Bauern. Ich sehe auch nicht, was dagegen spielt. Erstmal einen Läufer rauszuziehen. Hansen würde G4 spielen und dann kannst du auch immer noch hier wegnehmen. Luisa, wetten, dass Keimer noch vor 2025 Weltmeister ist. Das wäre nicht leicht, ne? 2023 ist das nächste WM-Match. Also ich glaube, vor 2025 geht rechnerisch gar nicht. Er müsste sich ja fürs Kandidatenturnier qualifizieren, das dann gewinnen und dann den WM-Titel im Jahre 2025 holen. Also es wird schwer. Es wird schwer vor 2025. Ich habe heute tatsächlich Sonnencreme aufgetragen. Ich war, nachdem ich die Spielplätze Barcelonas erkundet hat, auch mit meiner Tochter im Pool an der Sonne. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich bin der vielleicht weißeste Mensch der Welt. Und ich fürchte die Sonne mehr als die Orks bei Ringe der Macht. Was ist eigentlich los mit den Orks? Sind die Vampire? Was haben die für Probleme mit der Sonne? Wurde es mal geklärt? Tja, ich weiß, dass das Internet nicht so toll ist. Ich bin on the road. Ich kann da wenig dran tun. Es tut mir leid. Licht ist der Feind aller Kreaturen Morgoth. Ah, okay, verstehe. Eric wirkt auch nicht so fit. So, Chat. Kugelbuch hat uns geschrieben. Ich antworte sofort, obwohl ich hier auf Sendung bin. Sag, kann ich das Chat so weitergeben? Und er ghostet uns wieder. Heißt das ja oder heißt es nein? It's Calf Time, sagt, ist Lore. Orks vertragen keine Sonne. Elektrolore? Nur die Urukai, die von Saruman gezüchtet wurden, vertragen Sonne. Das habe ich auch nicht verstanden hier. Francesco meint doch irgendwie, als er Ork genannt wird, Uruk. Wir bevorzugen Uruk. Und ich dachte immer, die Uruks
wären hier Sarumans Geschöpfe, die er da aus Erde irgendwie sich geformt hat. Aber das sind nur die Uruk-Hais. Und es gibt andere Uruks noch, oder was? Es ist sehr verwirrend alles. Schenke ist nicht verwirrend. Läufer C5 greift den Bauern an. Eric muss den decken mit Läufer E1. Und das steht ja ganz okay, ehrlich gesagt. Der Läufer auf C5 steht dem Pferdchen ein bisschen im Weg, dass er gerne hier hinspringen würde und selbst den Bauern angreifen. Okay, Uruk heißt aber nur Orks. Und Urukai sind die besseren Orks sozusagen. Aber ein bisschen verwehren ist trotzdem. Vielleicht grüßen sich Orks auch einfach so. Uruk, hi. Macht für mich noch keinen Sinn. Meint ihr eigentlich, bevor Saruman die Truppen dann da in die Schlacht schickt, dass er irgendwie erstmal einen Ork-Chart macht? Oh, jetzt habe ich mich verhaspelt. Dass er einen Ork-Chart erstmal macht? Wer wohin geht? Könnte sein, oder? Ey, viel mehr Ork-Material fällt mir nicht ein. Keimer die letzte Partie gewonnen, läuft gut bei Vincent Keimer. Teil der Erste. Uruk heißt nicht Ork, das ist die Szene leider falsch dargestellt. Ja, das hat mich auch verwirrt. Es wurde ja auch, wenn ich mich recht entsinne, bei Herr der Ringe häufiger die Urukai nur als Uruks bezeichnet, oder? Und die Orks immer als Orks. Also ich war ein bisschen verwirrt. Ich finde meine Wortspiele nur okay. Also ich finde schon. Dass meine Wortspiele auf einer Skala von 1 bis 10 ein Elb sind wie Legolas. Lauf von einer E1, deckt den Bauern, was auch sonst. Und jetzt ist nicht so klar, was er tun soll. Ich glaube hier, der Lauf auf C5, verlockender Zug natürlich, greift den Bauern an. Er steht im Weg, der Springer muss hier hin. Es gibt auch Wasserorks, aquatische, Ork A. Schön gefällt mir nicht. E5 liegt in der Luft. Springermanöver. Läufer C5 war ein Fehler. Jetzt muss Keimer sich da wieder rauskämpfen. Hey, wir haben Gimli im Chat. This is no rabble of mindless orcs. These are Urukai. Their armor thick and their shields broad. Chat auch viel Studioses hier unterwegs. Sie sagen, ja hallo, ich wollte mal sagen, Ringe der Macht hält sich gar nicht 1:1 an Tolkien Lore. Habt ihr recht, Chat, habt ihr recht. September ist vorbei, Chat. Wir haben Oktober hier. Trotzdem, vielen Dank für den Sub, Aikaramba. Aika, Alter.
Bau nach E5. Die Steuerung ist immer noch ungesund. Jetzt Bau nach G4, Bau nach G5. Ihm fehlt ein Tempo, um hier den Bauern anzugreifen. Dieser Drecksläufer steht einfach im Weg. Es sieht nicht gut aus für Keimer. Noch nicht vorbei, aber schön ist nicht. House of the Dragon habe ich nicht gesehen. Werde ich bestimmt nachholen. Aber ich war nicht so in der Stimmung, ey. Damals habe ich schon genervt nach 8 Staffeln jedes Mal, ey. Es ist nicht Lupus. Das muss ich mir jetzt nicht auch noch mit Drachen reinziehen die ganze Zeit. Sea Season 3 habe ich auch noch nicht gesehen. Sind schon alle Folgen draußen? Es war nur der Pilot da, als ich letztes Mal geguckt habe. Sie, so ein Fan. Jason Momoa, wissen wir ja aus Game of Thrones, ist sehr, sehr gut im Leute verkloppen. Und er ist auch blind noch sehr, sehr gut da drin. Und das ist die Prämisse von Sie. Was wäre, wenn bei Game of Thrones alle blind wären? So, Eric. Der Kanadier. Eric ist ein bisschen frech für einen Kanadier, oder? Kanadier sind doch normalerweise die freundlichsten Menschen der Welt. Und Eric hier immer am Wrestlen, klaut Leuten ihre Fantasy-Basketball-Slots. Also das alles kommt mir eher spanisch vor. Lupo ist doch das Wappentier der Starks. Oho. Der feine Herr Wolf. Ja, hallo, ich wollte mal sagen. Kann Spiel H6, um G5 zu stoppen, aber seine Stange bleibt ungesund. G5 geht trotzdem. Eieiei. Das sieht nicht gut aus. Jetzt schlagen, schlagen. Das ist der Bauer F7 sehr geschwächt. König kann nicht lang rochieren, weil der immer hängt. Keimer unter Druck. Also wirklich nur dieser eine Zug Läufer C5, der ihn so reingerissen. Sah so naheliegend aus, greift den Bauern an. Aber Springer nach C5 war so wichtig. Hier gleich Druck machen in der Mitte. Dann steht Schwarz besser. Zum Beispiel so. Zack, Schachmann. Wenn jetzt noch Läufer C5... Die Lage kritisch ist. Ja, das haben wir gerade mit Schwarz jetzt ein, zwei Mal gesehen bei Keimer. Das in der Öffnung gegen Naroditsky war auch so. Vielleicht sogar gegen die etwas Schwächeren. Einen Zug zu schnell macht und dann sehr leiden muss. Das Gute ist, er hat es meistens geschafft, sich da nochmal rauszuwursteln. Aber ärgerlich. Aikaramba sagt, lass eine eigene Community Basketball-Liga machen. Ja, das Problem ist, dass ich ja wirklich keine Zeit habe zum Draften. Ich reise ja Montag nach Thailand und Sonntagnacht, nachdem ich hier rausfliege. Wäre es auch zeitmäßig sehr knapp geworden.
Eine Lösung könnte sein, ist natürlich eine traurige Lösung, dass ich mir mit Peter-Heine Nielsen dessen Mannschaft teile. Das Problem ist, Peter-Heine Nielsen hat nicht viel Ahnung von der NBA. Und er wird erstmal alle litauischen Big Men zu Mondpreisen sich holen. Valanciunas, Sabonis. Und dann sitze ich da mit 15 weißen Centern und muss das Roster zum Sieg coachen. Es wird nicht einfach. Nerdy, Backup the Saturn. Danke für Lissup. Tom F8, ja, was soll er machen? Er konnte nicht reinrochieren hier. Aber die Stellung bleibt hässlich. H4, um den Läufer hier rausziehen zu können. Keimer wirkt auch nicht zufrieden. Was soll er tun? Schmeiß Peter eine raus. Ja, irgendjemand muss ja draften. Ich muss ihm. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme, aber irgendwie irgendwelche Cheat-Sheets wenigstens schicken. Dass er halbwegs weiß, wie viel er für wen zahlen soll. Lange Rochade. NBA Fantasy ist ja Wissenschaft. Kann man nicht einfach so hier nach gut dünken sich irgendwelche Spieler holen. Man braucht einen Cheat-Sheet. Nee, Chat, die große Familienreise mit talentierten Spielern aller Zeiten nach Thailand ist nichts geworden. Leider, leider. Muss ich wieder ganz alleine dahin. Und hoffen. Hoffen, in Thailand klarzukommen. In einem fernen Land. Fergie frage ich aus Villarriba oder aus Villabajo Stream. Hey, Internet qualitätsmäßig ist eher Villabajo heute. Gestern war es Villarriba. Aber heute, während Villarriba schon Breitband hat, wird in Villabajo noch gebuffert. Dame nach C4 greift den Bauern an, aber jetzt kann er hier reinlachsen. Nicht so klar, Dame C4 laut Computer ein Fehler. Das geht in den Infight. Wie funktioniert das? Läufer F7, Springer F7. Schlägt, schlägt. Die Idee ist, wenn der Turm weggeht, kommt hier die Gabel. Und ja, Keimer schlägt. Schönes Thailand, nicht Uruk-Heiland. Thailand Alarm auf Mallorca, einer meiner Lieblingsfilme. Was hat er vor nach Springer F7? Müssen wir nachdenken, Chat. Okay, kann ich schlagen. Wenn dann hier geschlagen wird, dann kann ich Dame einen Schach geben und den Läufer decken und Schwarz schickt gut. Also, nach dem Schlagen müsste Weiß zurückschlagen. Jetzt kann er hier was angreifen. Ich verstehe auch noch nicht ganz, wie das funktionieren soll. Läufer raus. Natürlich ist Ralph Möller der beste Schauspieler der Welt. Gladiator. Was ist eigentlich aus Götz Otto geworden? Lange nichts gehört, seit er Bond-Bösewicht war. Chat fragt, was mit Dame E3 oder dann Läufer D2, oder? Das funktioniert nicht.
Und Eric überlegt. Schlägt. Was sonst? Kann man muss hier wegnehmen. Computer sagt irgendwelche Fantasievarianten. So, Dame nach F2 greift den Turm an. Läufer geht weg und Computer sagt, jetzt kann man hier schlagen. Verstehen wir das? Ah, Dame F4 Schach. Wow, das ist dämonisch. Und hier kommt die Gabel. Zack. Le Gabel. Ich glaube nicht, dass Keimers hier alles gerechnet hat, aber er wird gesehen haben, dass Läufer F2 die beste Chance ist. Und jetzt hat er eine Chance, sich hier den Weg frei zu rechnen. Da ich das, Dame C4, der Fehler kam von Hansen, ist wieder alles drin. Also die Bilder gleichen sich. Eine Nachlässigkeit hier mit Schwarz in der Öffnung, da muss er leiden, aber er kämpft sich zurück. Und hat jetzt die Chance, aber er muss die Rechenhose sich jetzt anziehen. Mal gucken, was passiert. Stimmt, Götz Otto war in den Wanderhure-Filmen mit Alexander Nelde. Auf die Filme lasse ich auch nichts Schlechtes kommen. Das war, als der Film seinen Namen noch verdient hatte. Okay, also auf diesen Zug kann man kommen, in der Hoffnung, dass dann hier irgendwelche Tricks funktionieren. Aber leicht ist es wie so häufig nicht. Hat Keimer bisher aber noch nie gestoppt. Sei gesagt, was sagst du? Verleibt in Berlin? Das kann ich nicht. Verliebt in Berlin? Habe ich auch wenig gesehen. Verliebt in Berlin. Ich bin ja Hamburger. Vielleicht der Titel da. So. Nimm weg. Der Quasar sagt, wo kann man Runde 7 gegen Giri gucken? Das weiß ich nicht, der Quasar. Spontan kein Tipp. Vielleicht auf Kugelbuch. Gern Geo sagt, kennst du als Hamburger die Serie Die Discounter? Natürlich, haben wir sogar hier im Stream geguckt. Discounter war super. Der Discounter-Supermarkt war ein Altona, ne? Gab ja Stress. Der Quasar, du kannst hier gucken. Wir gucken euch jede Keimer-Partie. Was ist das Problem? Natürlich gucken wir hier auch Giri gegen Keimer nächste Runde. So, schlägt. Zack. Jeffrey, was wäre Eric Hansens Rappername? Ich weiß nicht. Eric H. and Rakim? EPMD. Dame F2 gespielt. Winnie K. wieder on fire. Also er gräbt sich immer so eine mitteltiefe Grube und dann buddelt er sich da wieder raus.
Keimer wieder im Spiel und Eric guckt ein bisschen unzufrieden. Der Vinny ist C. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass Hanson als Rapper vielleicht so ein One-Hit-Wonder wäre. Also dass er nach M-Bop nicht mehr viel kommen würde. Aber gespannt wäre ich trotzdem. Tommy 2 wird vorgeschlagen. Ja, liegt auch nahe, aber es kommt halt Schach. König B1 und jetzt haben wir hier wieder unseren Trick, wenn ich es richtig sehe. So, greift hier an und wenn hier geschlagen wird... Ich wollte sagen, dann kommt Springer D2 und gewinnt die Dame. Das stimmt gar nicht. Dann kommt Turm schlägt D2. Und die Dame wird verteidigt. Aber stattdessen geht hier Grundlinientrickserei. Zack. Und Schwarz gewinnt. Der German Honey Badger. Meint ihr, das ist ein guter Name für Vincent? Nee. Ist auch ein friedlicher Typ. So, Springer E4 muss sein. Brotsack. Vielen Dank für den Prime Sub. 3 Monate am Start. Eric unzufrieden. Schüttel den Kopf. Ja, der Trick funktioniert wieder. Springer steht E4. E4, der ist doppelt gedeckt, aber es gibt den Blick der Dame frei. Auf den Kollegen hier. Das ist der Trick. Auf Springer D8, Dame F4 Schach. Oder Dame D2, das kann Keimer durchaus sehen. Und er hat ja auch keine wirklichen Alternativen. Er kann nicht sich den Turm schlagen lassen. Er kann nicht Turm E8, Springer D6 Schach spielen. Er muss was tun. Und ich glaube hier, er wird mit der Ausschlussmethode ans Ziel kommen. Und den Bauern weglachsen. Und dann ist er im Spiel. Also wahrscheinlich ungefähr ausgelegen. So, so. Greift den Kollegen hinten an. Keine Ahnung, Turm F1 oder König B1. Sieht grob ausgeglichen aus. Ja, die Zeit läuft. Der Spieler ist Dame F4 Schach. Selbe Idee, kann immer Springer steht E4 spielen. Aber das Schach lief nicht weg. Aber Eric trotzdem wirkt unzufrieden. Aber das ist eine schlechtere Version. Jetzt ist der weiße König schon auf B1. Hat er sofort hier geschlagen. Ja, die Dame nach dem Bauern angegriffen. Trotzdem, wir sehen das Kopfschütteln. Wir sehen das Kopfschütteln. Ja, Gacy. Ich weiß gar nicht, wie Kopfschütteln geht. Kaffee ist alle. Und ich muss auf Toilette. Vinny, wir brauchen eine Pause. Chat, ich kann mich wirklich nur entschuldigen hier. Ich weiß, dass die Streamqualität ein bisschen ruckelig ist. Ich kann am Internet leider nicht viel ändern. Gestern war es okay. Heute ächzt es alles ein bisschen. Ich hoffe, man kann den Stream trotzdem einigermaßen gucken. Und was wir an Dropframes zu beklagen haben, machen wir hier durch Hintergrundbild wieder wett. Merkt man nicht. Ja, ich sehe es immer. Ich sehe es hier in meinem Stream-Programm. Steht immer Drop Frames Detected, was mich die ganze Zeit so ein bisschen tiltet. Aber
Wir versuchen. Und Dame schlägt E4. Und jetzt muss man mit dem Turm hier schlagen. Wenn wir Dame schlüge, schlüge, sagt man, dann käme Dame schlägt E5. Turm steht F7 gespielt. Und ja, Keimer ist zurück im Business. Hier sowas liegt nahe. Oh, das sieht ausgeglichen aus. Horch, die Frage, was bedeutet das Kopfschütteln? Da habe ich überfragt. Soweit ich weiß, im kanadischen Kulturkreis ist es anders als häufig in Indien, wo Kopfschütteln Zustimmung bedeuten kann. Bei Hansen würde ich vermuten, dass es leichte Unzufriedenheit vielleicht signalisiert. Alexander von Humboldt fragt, trinkst du Alkohol, Jan? Jetzt gerade oder allgemein? Jetzt gerade nicht, allgemein. Ja, aber wenig. Es geschah so wie prognostiziert, aber das ist kein Problem. Wir kamen jetzt Springer 6, Turm D4. Er ist aktiv genug. Könnt ihr mir sogar vorstellen, dass Weiß hier noch ein ganz bisschen aufpassen muss. Aber das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Stellung weiter vereinfacht, sich diese Bauern irgendwie gegeneinander tauschen und es friedlich ausgeht. Zeitmäßig, ja, beide nicht endlos Zeit, aber sie kriegen ja 10 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug. Die Stellung ist relativ vereinfacht. Ich denke, wie gesagt, das wahrscheinlichste Outcome hier ist ein Unentschieden. Springer F6, Loch in F5. Turm nach D4 oder so. Mit Turm nach D4 oder so meine ich. Turm D4 ist der erste Computerzug. Aber grundsätzlich, wie gesagt, die Bauern sollten sich neutralisieren. Und die Partie sollte friedlich enden. Gedo Laoma sagt, Vorteil durch Läufer hier recht groß. Nein, Vorteil durch Läufer hier nicht recht groß. Stellung ausgeglichen. Turm E7. Es ist okay. Turm D4 geht trotzdem. Turm schlägt, Turm schlägt. Gehen wir wohin. Und wir drohen Schachmatt und greifen den Bauern an. Wäre eine Möglichkeit. Die Partie friedlich zu beenden. Spiel König B6, geht hier aus dem Weg, A3, macht sich ein Luftloch, aber auch jetzt geht wieder Turm D4, Turm H8, Turm D5 geht auch, fesselt den Läufer. Keimer hatte hier alles einigermaßen im Griff. Oh, ich schwitze ein bisschen. Hier am Strand ist warm, gerade mit dieser Beleuchtung. Bauern nach B4, was machst du denn da, Eric? Willst du hier noch auf Matt spielen? C4, C5, A5 zum Beispiel. Da soll er nichts mehr anbrennen. Springer E4, der feine Herr, möchte gleich alles vereinfachen. Spricht auch nichts gegen. Genug Abenteuer. Läufer schlägt E4, Turm schlägt G5. Wieder mit unentschiedenem Ausgang. Tja, Weiß sollte hier schlagen. Schluss mal für heute. H5, er probiert es noch. Aber Weiß steht nicht besser.
Turm nach H4. Stellung ist ausgeglichen. Nicht übertreiben, Herr Hansen. Nickt er noch ein bisschen in sich rein. Turm E7, ein bisschen passiv. Warum so passiv? Jetzt kann Weiß noch ein bisschen spielen. Turm E7 gefällt mir nicht so. Wahrscheinlich auch okay. Ja, es ist ein bisschen... bisschen liguanisch. Den König hier rüberbringen. Ja, okay. Viel sollte nicht. Viel sollte nicht anbrennen. Eric sieht auch mal ein bisschen müde aus. Turm G6 versucht den König abzusperren. Der König kann auch hier rum. Also er sollte friedlich enden. Die letzten Bauern tauschen sich, der König geht zurück. Jetzt finden die Spieler nochmal seinen Weg, schnell dreimal hin und her zu ziehen und die Partie zu beenden. König C7 sollte keiner noch spielen. Ja. Hansen immer ein bisschen genervt, hatte Vorteil, aber erneut keiner Ungenauigkeit in der Öffnung. Danach sehr präzise. Die Chance genutzt zum Gegenspiel, die ihm der Gegner bot. Und jetzt, das war das Spiel, ehrlich gesagt, ein bisschen albern. Also sollten sie jetzt anfangen, hier hin und her zu ziehen. 3 gegen 3 Bauern, beide Könige auf der Seite. Das auf Großmeisterniveau. Nicht mehr unendlich spannend. Und ich muss auf Toilette. Bauer nach C3. Und Draw, Eric, Alter, so schlimm ist jetzt auch nicht. Auch nicht so, dass die Partie völlig vorbei war. Ist da. Am Boden zerstört. Der Hansen da. Der Hansen. Okay. Aus keimerscher Sicht kann man nicht meckern. Stand unter Druck. Hat die Stellung gut verteidigt. Hier sehen wir die Ergebnisse und den aktuellen Zwischenstand. Gucken wir uns auch nochmal an. Wenn ich auf Toilette gehe und mir einen neuen Kaffee hole, seid nett zu Mikrofon und diesem wunderschönen Gaming-Chair hier. Bis gleich.
Da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Kaffee haben wir. Keimer hat remisiert. Wie steht's? Frames droppen weiter. Stuhl bewegt sich nicht mehr. Hey, beim Stuhl geht's gut. Ich habe ein bisschen mit der Kaffeemaschine gekämpft. Aber man nennt mich nicht umsonst. Nespresso. Was auf Spanisch so viel heißt wie weiser Mann, der gut zu Kaffeemaschinen ist und deshalb auch von Kaffeemaschinen geliebt wird. So, alle Partien vorbei oder was? Wandy Spinnerats, vielen Dank für den Sub. Narodinsky hat verloren, ich dachte, Narodinsky mal immer Remis, hat die Taktik geändert. Es scheint alles vorbei zu sein, ne? Giri mit 2 Siegen bisher heute. Läuft bei Anish. Hol er auf. Chat, ich weiß, dass Internet nicht so gut ist. Sorry dafür. Also, 3 Führende haben wir. Abdusatorov, Duda und Kasen haben alle gewonnen. Keimer nur unentschieden, fällt dadurch zurück auf den geteilten 4. Platz. Wo er sich zu Irigaisi gesellt. Ein Schiri mit der Aufholjagd, 2 Siege. Und auch wieder jetzt unter den Top 8. Es geht ja darum, unter die ersten 8 zu kommen und damit in die K.O.-Runde einzuziehen. Da spielt dann Nummer 1 gegen Nummer 8, Nummer 2 gegen Nummer 7, Nummer 3 gegen Nummer 6 und keine Ahnung, was mit 4 und 5 ist. Also, je höher natürlich, desto besser, aber der 8. Platz reicht. Wir gucken mal, wer ist denn schon abgeschlagen? Hare Krishna und Nils sind schon ziemlich weg. Eric Hansen auch ziemlich weit weg. Anton auch. Nauditzki. 5 Punkte. Mital. Die sind alle relativ weit weg. Also ich glaube, es wird sich zwischen den ersten 10 entscheiden, wer hier die 8 Plätze belegt. Und das heißt, schon mathematisch. Ich bin ja Mathefuchs. Keine schlechten Chancen für Keimer. Wenn von 10 Leuten 8 weiterkommen, stehen die Chancen nach meinen Berechnungen ungefähr bei 97%. Rechnen können wir. So. Ey, ich bin heute sehr im Entschuldigungsmodus. Ey, ich bin müde. Was soll ich euch sagen? Sorry. Ich bin hier im Urlaub. In Barcelona. Ganz da mit den Kindern unterwegs. Deshalb nicht das übliche Festival der Emotionen. Trotzdem schön, dass ihr dabei seid. Und auch schön, dass es bei Keimer so gut läuft, erste Runde gewonnen, Mamedjarov fertig gemacht, jetzt ein Schwarzremis gegen Hansen, kann man auch nicht meckern. Also absolut überzeugende Vorstellung und er hält sich da oben. Salion SP, danke für den Sub. Tja, was wir noch kurz nachholen können, ist hier die Runde 3 Partie von Mamedjarov. Die war wirklich hübsch. Hat hier gegen unseren Freund Anish Haus und Hof geopfert. Bornhard D4, Springer F6, Springer C3. Soweit, so gut, das heißt noch bekannt, die sogenannte Very Soft Eröffnung. Bornhard H4, typisch Mamedjarov, geht gleich ruff. Anish organisiert die Gegenspieler auf GR6. Kann kein guter Zug sein, wenn ihr mich fragt, den Randspringer zu eliminieren. Aber so geschah es. Bornhard H5, Bornhard G4, das erste Opfer, opfert einen Bauern. Zweiter Opfer die Qualität. Lachs hier rein. Dritter Opfer den Springer, um die Dame hier abzulenken. Vierter Opfer den Läufer. Fünfter Opfer die Dame.
Jetzt kommt kein Opfer mehr. Aber was hat er alles geopfert? Bauern. Nummer 1, Qualität. Nummer 2, Springer. Nummer 3, Läufer. Nummer 4 und Dame. Nummer 5. Ist schon ziemlich viel für eine Partie. Dann hier sich den ganzen Lachs zurückgeholt mit Zinsen. Der Schachter. Funky Knilch, danke für den Sub. Und Smidikowski, danke auch dir für den Sub. Kriegen wir doch noch einen Boost-Train auf unsere alten Tage nochmal hin. Es geht in 6 Minuten weiter mit der nächsten Runde. 2 Partien von Vinnie K. haben wir noch am heutigen Tage. Danke euch für den Support. Ihr wisst, wie es funktioniert. Wenn ihr Amazon Prime habt, mit Twitch verknüpfen, reinsubben. Wenn ihr kein Amazon Prime habt, trotzdem reinsubben. So sind die Regeln. So, Runde 7 beginnt gleich. Und wir gucken mal, ich muss hier ein bisschen basteln, auf die Paarungen. Wir können wieder unsere beliebte Abstimmung machen, welche Partie wir gucken wollen. Ich vermute, es wird zu dem gewohnten Ergebnis führen. Schreibt einfach 1 bis 8 in den Chat, was ihr sehen wollt. 1 ist Keimer gegen Giri. 8 ist Hare Krishna gegen Abdusatorov. Mirrorwinger TV, danke für den Sub. Joe the Pro hat ein bisschen Angst gegen Giri. Ja. Anish ist ein Fuchs, aber Keimer mit Weiß war bisher eine Bank. Bisher war er eine Bank in diesem Turnier. Okay. Ist ja gut, Chad. Wir gucken Keimer gegen Giri. Ja, selbst Nadine will nochmal sicherstellen, dass wir nichts anderes gucken. Kriegen wir hin. Da haben wir den doppelten Winnie. Und Anish noch nicht da, der feine Herr. Dr. Feldmarschall sagt, weiß man, wieso Alireza nicht dabei ist? Soweit ich weiß, haben die keine Einigung erzielen können über Alirezas Teilnahme an der Champions Chess Tour. Allgemein wenig gespielt zuletzt, Alireza. Häufig hier. Ich glaube, nicht so leicht für Turnierveranstalter, mit Alireza auf einen Nenner zu kommen. Koffee aus. Da waren ja Jan so dicke Oberarme. Das ist die Kameraperspektive. Wenn ich so halt, sieht es dicker aus. Wenn ich so halt, zack, dünn. Dick. Ich bin eigentlich mein eigenes Vorher-Nachher-Bild. Einfach je nach Armposition. Am Strand wird es nicht dunkel. Das ist ja das Tolle am Strand. Ist immer hell. Ich muss hier kurz was machen, meine Damen und Herren. Und mit was machen, meine ich? Mein Mobiltelefon laden. Es ist spektakulär. Ich weiß. Nadine sagt, wie fühlst du dich damit, dass du auf deine Oberarme reduziert wärst und nicht mehr auf deine Haare? Ich werde immer gerne auf meinen Körper reduziert. Naja, das ist okay. Wurde ich mal auf meine Haare reduziert? Weiß ich gar nicht mehr. Aber es kann gut sein. Auch damit kann ich leben. Aber meine Haare reduzieren sich halt auch. Chefra, was gespielt wird. Ich weiß nicht, gegen Anish ist schwer. Anish ist so gut vorbereitet. Springer F3, E3 oder C4, gefolgt von D3, waren ja zuletzt so die keimerschen Waffen der Wahl. Ich vermute, dass er jetzt nichts Spezielles sich für diese Partie nochmal ausgedacht hat,
Also dass er wieder entweder C4 und dann D3 spielt. Oder Spring F3, E3. Gegen Giri wird schwer, Öffnungsvorteil zu kriegen. Er hat ihn einmal ganz gut erwischt hier im Ragusin. War eine schöne Partie beim... Wo war es beim Grand Prix? Vergessen, wo es war. Aber es war auf jeden Fall schön. In dieser Variante. Wir werden sehen. Hier C4, ich weiß gar nicht, spielt Giri E5. Dann D3, das hat ihm ja bisher auch gute Dienste erwiesen in diesem Turnier. Er ging Karlsson hat verloren, aber es lag auf jeden Fall nicht an der Störung aus der Eröffnung. Und da sehen wir Anish. Chat, dass zwei von euch Masterminds beide auf den gleichen 50-Joke gekommen sind, ist schon beeindruckend. Hut ab. Vincent könnte den Aufbau probieren, den Ivancho erfolgreich gegen Giri gespielt hat. Nee, das war ziemlicher Dreck. Das war ziemlicher Dreck. Das sollte man nicht wiederholen. Gegen einen Eröffnungsfuchs wie Anish. Das wird Anish gefixt haben. Das war ein One-Game-Surprise. So Walter-Surprise-mäßig. Das war Ragusin und Ivanchuk, der immer sehr trickreich mit Zugfolgen, hat hier E3 und A3 gespielt. Ah, das wird. Das wird Vincent nicht wiederholen. Er spielt C4 und sein D3-System, wie ich es ja schon antizipiert hatte. Und Giri folgt der Partie. Keimer gegen Grandelius. Wird höchstwahrscheinlich gleich eine Abweichung hier haben. Denn Grandelius hat ja zu früh A5 gespielt. Und den Fehler wird Giri natürlich nicht wiederholen. In der Tat. Spiel auf einer E6. Jetzt haben wir eine Neidaufstellung mit vertauschten Farben. Keiner muss jetzt entscheiden, ob er den Springer hier hin oder hier stellen will. Und ja, stellt den Springer hier hin und jetzt kommt A5. Das ist genauer als Grandelius Zugfolge, der ja sofort A5 gespielt hat und dann mit diesem Springer hier im Gesicht leben musste. Giri wartet ab und erst wenn der Springer sich committet auf das Feld D2. Spielt jetzt A5. Also Anish, wie immer, stark in der Eröffnung. Was kann weiß tun? Springer B3 sieht logisch aus, um hier hin zu springen, vielleicht wieder D4 anzutäuschen. Sonst, ja, Turm C1, Dame C2. Die typischen Neidaufzüge mit vertauschten Farben kann man natürlich auch machen. Jörg Frieser, hallo Jan, kannst du was über den Punktemodus erklären? Kann ich. Für einen Sieg gibt es 3 Punkte, für einen Unentschieden 1 Punkt. Wer nach 15 Runden genug Punkte hat, kommt unter die letzten 8, die dann im K.O.-Modus weiterspielen. Also im Prinzip Fußball-Scoring. Stimmt das? Ich kenne mich nicht aus dem Fußball. Spray B3 gespielt. Und Spray nach D7 verhindert, dass das Pferd schon hier hinspringt. Aber jetzt bauen nach D4. Jetzt bauen nach D4, Anish. Ist das so schnell gespielt, Spray D7? Bluffst du? Wir werden uns doch nicht bluffen, oder? Chesshans sagt Turm C1 und Turm C6. Ja, ist ein bisschen zu langsam. Turm C1 kommt A4. Also Weiß muss eigentlich D4 spielen, weil sonst er mit A4 gehittet wird. Aber D4 sieht auch ganz gut aus. Hm? Was hast du dir dabei gedacht, Monsieur Anish? Kam schon D4 oder ist es noch meine Imagination? Nee, kam noch nicht.
Rabraxa, wer dieses Punktesystem jetzt auch bei anderen Turnieren angewendet werden? Weiß ich nicht. Drei-Punktesystem wird ja häufiger verwendet im Schach. Und hier, der Champions Chess Tour hat es, glaube ich, ganz gut getan, dass sie dieses Drei-Punktesystem eingeführt haben, weil sonst die Vorrunden ja manchmal ein bisschen langweilig waren, wenn die Favoriten plus eins, plus zwei hatten, also eins, zwei mehr gewonnen hatten als verloren und sich dann durchremisieren konnten ins Viertelfinale. Und dem haben sie ein bisschen entgegengetreten, mit diesem Drei-Punktesystem, auch diesem 250 Euro oder Dollar pro Punkt, sodass wir hier mehr Action kriegen in der Vorrunde. Das funktioniert eigentlich ganz gut. So, keiner überlegt, aber ich sehe keinen sinnvollen Zug außer D4. Also er darf sich hier jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Auch eine Redensart, die ich nicht verstehe. Was heißt sich ins Boxhorn jagen lassen, Chat? Chef hat über Turm C1 überlegt. Vielleicht, aber es macht keinen Sinn. Dann A4, Springer C5, schlägt, schlägt. Dann hat er eigentlich alle Trümpfe hier abgegeben am Turmflügel und steht ein bisschen schlechter, würde ich sagen. Also D4 muss schon sein. Cheng Dong Laser, 3 Punkte fände ich auch bei der WM gut. Ja. Bei dem WM-Match, Finale, Cheng Dong Li. Wollen wir da nochmal drüber nachdenken? Jay, ich weiß, was sich nicht ins Boxhorn jagen lassen bedeutet. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Und er spielt tatsächlich Turm C1. Oh no! Er hat sich ins Boxhorn boxen lassen von Anish. Jetzt kommt A4 und Anish hat keine Probleme. Hast du dich ausgeboxt? Oder will er einfach zurückgehen? Ich sage ja immer, Giri boxt auch nur mit Wasser. Zipferli sagt, 3 Punkte mal im 1 gegen 1 war kein Unterschied, oder? Darauf wollte ich hinaus, Zipferli. Erklärst Cheng Dong Li. Yeah, PJ ist auch durchschaut. Chat sind Mathefüchse. Das Einfachste, wie man was erklärt kriegt im Internet, ist was Falsches behaupten. Dann wärst du 47 Leute haben, die sagen, ja hallo, ich wollte mal sagen, macht keinen Unterschied. Also wenn man eine Frage hat, nie die Frage tweeten, sondern immer einfach ein falsches Statement zu dem Thema, dann kriegst du die Antwort. Joe the Pro sagt, keiner spielt ungern früh verpflichtende Bauernzüge. Ja, D4. Das ist ja das Thema, was er auch gegen Grandelius hatte. Habe ich nicht verstanden, muss ihn irgendwas Taktisches gestört haben. Ja, mal was. Also er ist zurückgegangen mit dem Fetsche. Erst war er auf F6. Jetzt hat Giri die Lage unter Kontrolle. Jetzt hat er hier den Darmflügel eingefroren und D4 verhindert. Also alles erreicht, was man hier in dieser Struktur erreichen will. Nicht schlimm, immer noch normale Neidaufstellung, aber jetzt, wie gesagt, ist es bequem für Giri zu spielen. Und Keimer kann erstmal nichts Aktives unternehmen. Und diese Steuerung mit vertauschten Farben ist Giri, glaube ich, auch geläufig. Ich weiß, ich bin ja Doppelagent, ich war ja mal niederländischer Nationaltrainer. Ich weiß, dass Jordan van Voorhees einen sehr ähnlichen Plan gegen Neidorf gespielt hat. Also Giri weiß hier, was zu tun ist. Woher die Redensart ursprünglich kommt, ist nicht mehr eindeutig zu klären, auch das noch. Vielleicht hängt sie mit den früher in Bayern üblichen Haberfeldtreiben, ich weiß auch nicht, was Haberfeldtreiben ist,
zusammen. Verbrecher wurden in ein Ziegenfell gekleidet und vor Gericht gejagt. Der peinliche Aufzug sollte sie zur Reue bewegen. Schauen Sie, es geht um Bayern. Verbrecher wurden in ein Ziegenfell gekleidet, vor Gericht gejagt. Ins Boxhorn jagen kann aus den frühen Jahren der Formel 1? Nee, das wird nicht stimmen. Spring auf 8. Das Fälsche springt weiter. Ah, hier hat Anishin ausgeguckt. Aber ich weiß nicht, warum nicht D4? Das war der Moment. Der Moment wird nicht wiederkommen. Jetzt muss Vinny erstmal leiden hier. Scheiße, normale Züge spielen. Turm E1, Lauf F1. Aber Schwarz hat die Lufthoheit. Polo Chubb sagt zu Recht, gut, dass man sie vor dem Gerichtstermin schon Verbrecher nennt. Absolut, absolut. Die Erklärung, dass bei der Wurstbereitung oder beim Backen das Fleisch in ein Horn gestoßen wird. Aber das macht ja keinen Sinn, oder? Sich nicht einschüchtern lassen. Du darfst dich als Wurst nicht in ein Horn stoßen lassen. Boxhornklee ist eine wichtige Currykomponente. Hey, es ist mir zu kompliziert. Die Boxhorn-Thematik ufert ein bisschen aus hier. Ich hätte gedacht, dass ich vielleicht früher vor Michael Buffer ein großer Boxkampf losging, in so ein Horn geblasen hätten. Und wer sich da erschrickt, wenn das Horn so laut bläst, der hat sich ins Boxhorn jagen lassen. Dann sprang nach G6. In ein Hemd aus Boxfell gezwängt. Die Justiz, Alter. Können wir mal wieder machen, oder? Schönes Boxfellhemd. Und dann sagen alle, haha, du siehst aber doof aus. Und dann empfinden die Sünder Reue. Und bei Freispruch Joe the Prosa, warum spielt man gegen Nahe-Spezialisten Giri das im Anzug? Giri ist Spezialist für alles. Und die Öffnung lief ja okay, er hat nur D4 spielen müssen. Also sagt sich immer leicht im Nachhinein, warum das? Ah, ich glaube, die Eröffnung war okay. Jetzt allerdings ist die Schau nicht so gut. Anishin hat eine krassere Fokushose. Ich frage mich immer, ob die separate Fokushosen haben für solche Events. Tja, für mich wäre Schachboxen nichts, glaube ich, weil ich boxe nicht so gerne. Und ich spiele nicht so gerne Schach. Aber hauptsächlich ist Boxen. Hier los, das ist Erika Issi gegen Magnus. Magnus spielt wieder sehr provokant gegen Erika Issi, spielt ja immer G6 und sagt hier, lass uns diese Wehrenstellung spielen. Erika Issi wird aber wahrscheinlich seine Hausaufgaben gemacht haben. Carlsen mit dem Fäustelaufbau, so heißt er auf in deutschsprachigen Schachkreisen, auf Englisch das Hippopotamus. Ist ja auch der Rapname hier von Jermaine, glaube ich, ne? They call me the Hippopotamus. My lyrics are bottomless. Seeburger sagt, Jan, trink mal ein Bier, siehst müde aus. Immer good advice. Hey, Junge, häng mal mit dem Alkohol hier. Wach wärst. Ich bin müde.
Bin sehr früh aufgestanden heute. Nicht viel geschlafen. Ich habe es sehr schwer. Aber trotzdem schön, dass ihr dabei seid. Trotz der müden Vorstellung. Drücken wir hier keinmal die Daumen. Bau nach H6. Er hat halt keinen aktiven Plan. D4 ist verhindert, B4 ist verhindert. Die Steuerung hat keine Breakability. Ja, das Anischen Eröffnungsfuchs, das wissen wir ja. Aber nach die Eröffnungsfuchsphase haben die Götter das Mittelspiel gesetzt. Matthias TM sagt, ist das noch Theorie? Nee, meistens hört die Theorie auf, wenn Weiß deutlich schlechter steht. Wir sind fernab von jeder Theorie. Brotato habe ich schon häufiger gehört. Vielleicht, wenn ich eines Tages wieder zu Hause bin und wir ein bisschen Zeit haben, dann gucken wir, ob wir ein neues Suchtspiel finden. Im Moment bin ich ja erstmal hier. On the road. Da wird hier nicht rumgebrot oder rumgetatoed. Klar und Specht sei. Jan, glaubst du, dass Vincent irgendwann ein Top-10-Spieler werden kann? Ja, ich verstehe diese Fragen. Nee, natürlich haben alle 17-Jährigen Top-Talente da draußen und Vincent ist absolut eins der führenden Talente der Welt da. Das Potenzial in die Top-10 zu kommen, also ihm das Potenzial abzusprechen. Wäre ja völlig bizarr, jetzt zu sagen, wer wann wo auftauchen wird. Top 10 können ja auch immer nur 10 Leute gleichzeitig sein. Eine Kaffeesatzleserei bin ich nicht so stark. Aber dass Keimer ein starker Spieler ist, der sich schnell verbessert. Und wenn du mit 17 2,7 hast, dann zu sagen, ne, das Potenzial für 2,57 oder was auch immer für man für die Top 10 braucht, sehe ich nicht. Das wäre unseriös. Monkey Island habe ich noch nicht durch. Aber halt kommen. Limo Going Live, sei was dein zweitliebstes Brettspiel? Nach Monopoly? Glaube, das Kugelbuch mal ein Top Ten Spieler werden kann. In was? Ja, 2,57 war nur ein Beispiel. Von mir ist auch 2,67. Also. Die Diskussion ist auch ein bisschen Quatsch. Dass Keimer Potenzial hat, ist gleich offensichtlich. Ist auch offensichtlich, dass Abdusatorov auch Potenzial hat. Gukesh. Pragnanda. Erika Issi. Wie sie alle heißen. Und ob wir die irgendwann alle zusammen in der Top 10 sehen? Einige schaffen, einige nicht. Wer weiß es schon. Für gewöhnlich das beste Schachalter. Ja, so heutzutage so, ich würde denken. Wahrscheinlich Ende 20 immer noch. Mitte, Ende 20. Aber haben natürlich. Die Leute haben verschiedene Peaks. So wie bei Corona-Impfung auch verschiedene Peaks. Froggy Kids hat, werden wir einen In-Real-Life-Stream sehen. Ich bin in Real-Life hier. Also nicht am Strand. Aber ich bin wirklich hier. Sonst weiß ich nicht. Ich muss hier meinen IRL-Stream-Berater. Ronny Berger nochmal konsultieren. Akku Iris fragt, wie kam ich die Idee mit Streaming anzufangen? Das war ein langer, von langer Hand geplanter Plan. Im Dezember 2020, als ich wegen Covid zu Hause rumsitze, noch ein bisschen wahnsinniger wurde als sonst. Ich dachte, vielleicht kann ich aus meinem Keller Leute voll labern. Keiner opfert hier den Bauern, aber ist das gesund? Giri hat ihn strategisch hier ein bisschen
Bisschen überspielt, muss man sagen. Und Keimer verliert hier die Geduld. Hätte auch weiter passiv spielen können. Springer F3 stellt was ein. Er versucht, sich auf Kosten eines Bauerns etwas Luft zu verschaffen. Der Springer wird aktiv. Aber es kostet einen Bauern. Dame nach B2, Turm nach A7 zurück. Behält diesen Bauern. Anish guckt zufrieden. Froggy Kid, vielen Dank für Le Sup. Turm nach A7. Jetzt D4, aber es ist unter widrigen Umständen. Er spielt Springer B3 zurück, verständlicherweise. Will am nächsten Zug D4 spielen, die Schlange öffnen. Ah, der Bauer ist halt weg. Also er ist strategisch überspielt worden. Manchmal hat Giri Probleme, in guten Stellungen zu vollstrecken. Aber er muss jetzt kämpfen, hat noch Probleme mit Anish Giri, Vincent Keimer. Anish Giri in der Öffnung halt so sattelfest ist. Letztes Mal hat er so eine Tarasch-Variante gespielt und musste auch damit weiß gleich ums Remis kämpfen. Und hier sieht es wirklich nicht gut aus. Giri auch noch ewig Zeit, weil er ja die Öffnung kannte und den Plan halt auch kannte. Springer F8, H6, Springer G6, Springer H4. Während Keimer verzweifelt irgendwie auf der Suche nach Gegenspiel war. Musste er ein bisschen Lehrgeld zahlen hier. Wir werden sehen. Froggy Kid hat hier das Sub weitergeschenkt. Das ist nett, Froggy Kid. Warum ist Turm A8 jetzt gut? Weil der Turm angegriffen ist. Petri, danke für den Sub. Das ist ein Home-Trainer da hinten bei Kamera. Ist mal ein Klavier, oder? Oder mal den Stuhl. Hinter dieser Tür steht ein Klavier. Manisch überlegt ja ganz schon lange. Er will den Turm nicht wegziehen. Er kann auch Läufer G5 spielen vielleicht. Wenn geschlagen wird hier, ist schon sehr subtil. Turm 8 sieht schon normal aus. Na dann... ist er nicht sicher, was in der D4 passiert, vermutlich. Keimer kniet sich in die Stellung. Aber es fehlt ein Bauer. Okay, rechnet die Turm 8. D4. Schlägt. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Läufer F6. Schlägt. Funktioniert das? Ah, oh, Dame schlägt D1. Das funktioniert nicht. Oh, das ist gemein. Turm schlägt D1. Lauf schlägt B2. Und Weiß verbleibt mit mehr Material. So. Chat wäre wieder ein bisschen cringier.
bin heute auch sehr müde. Von welcher Farbe auf welche Farbe? Denkt ihr, dann sieht man meine Haare Farbe. Ich habe eigentlich schwarze Haare. Weniger gute Wieseleigenschaften. Weiß ich nicht, er ist ein Bauer weg und er hat wenig Zeit. Aber ja, bisher hat er sich echt immer gut rausgefightet da. Oder die Stellung noch kompliziert gemacht. Hier ist, fehlt halt ein ganzer Bauer. Turm A4, okay. Was ist das? Sprenger C5. Dann wäre Turm B4 oder was hast du dir dabei gedacht, Anish? Ah, dann wäre Turm B4, okay. Das ist die Idee. Und sonst will er D4 erschweren. Ist aber nicht gut. Ist aber nicht gut. Der Turm steht schlecht. Giri scheint sich da eine leichte Blöße zu geben. Jay sitzt vor einem Greenscreen. Vielleicht sehen meine Haare deshalb ein bisschen anders aus. Warum ist es jetzt nicht gut? Wir versuchen es mal zu verstehen. Hier, wenn jetzt alles geschlagen wird, die Variante, die wir eben hatten, Läufer F6. Oh, jetzt bauen wir E5. Hui. Verstehen wir das? Ey, Schach ist so kompliziert. Okay, ich verstehe es, aber es ist super kompliziert. Damit schlägt der 1 jetzt der Unterschied. Jetzt können wir den Kollegen hier snacken. Uff. Also vielleicht macht er D4 einfach, weil sonst nichts gut aussieht. Aber wenn es nicht funktioniert, dann würde Weiß halt verlieren. Eieiei. Giri mit Wasser. Ich glaube, Giri lässt nur mit Elefantenmilch kochen, wurde mir berichtet. Was wäre mit Turm C4 jetzt? Das wäre schlecht. Würde weggenommen werden. Und Schwarz gewinne. Also D4 ist der einzige Zug. Und ja, Keimer verbrät hier auch viel Zeit bei dem Versuch, das zum Laufen zu bringen. Er hat ja schon mal D4 verschmäht in dieser Partie. Und besseren Umständen. Aber er spielt es jetzt. Beste Chance. E schlägt D von Anish. Springer sollte schlagen. Und dann der kritische Trick ist halt diese laufende F6 bauen nach E5. Was ich vermute, keiner gesehen haben wird. Sonst hätte er sich, glaube ich, nicht drauf eingelassen. Und die Varianten sind unglaublich kompliziert, aber sie scheinen zu funktionieren. Als da wäre, schlägt, schlägt, schlägt. Und einziger Zug Läufer nach B5. Uff. Greift ziemlich viele Türme auf einmal an. Und ist die einzige Chance. Diese Steuerung hier wäre verloren. Heieiei. Es bleibt spannend. Ich schläge D. Er überlegt der Läufer B5. Das sieht aus wie ein menschlicher Zug tatsächlich. Er spielt Springer Schlägt D4. Okay. Jetzt geht's ans Eingemachte. Und mal wieder hat Keimer sich hier zurückgekämpft aus fürchterlicher Stellung.
Auf jeden Fall. Laut Computer. Ich hätte Ausgleich. Sutrasaat herausgewieselt. Mal schauen. Und jetzt muss Anish lange komplizierte Weiten hier auch berechnen. Das wird ihm nicht schmecken. Winnie mit wenig Zeit auf der Uhr, aber er wieselt. Läufer F6 gespielt und der Schlüssel zur ist halt diese Bauern E5. Läufer nach C4 geht auch, dann verliert Weiß noch kein Material. Aber die Tricksereien nach E5 scheinen, wie gesagt, laut Computer zu funktionieren. Allerdings enormst kompliziert. So. Und das hier ist halt der Zug. Ich weiß nicht, ob man den Zug sehen kann. Wir trauen Vinny hier alles zu. Ich verstehe Variant immer noch nicht. Ich habe gesagt, Turm steht E3, Turm schlägt C1. Und jetzt sind beide Türme angegriffen. Und deshalb hält Weiß das Gleichgewicht. Es ist ziemlich verrücktes Zeug. Und ne, er spielt Springer schlägt C6. Das ist der Fehler wegen Dame schlägt D1. Das haben wir vorhin schon gesehen. Aber auf Dame schlägt D1 will er jetzt E5 spielen. Es ist nicht trivial. Aber laut Enjean. Ein Fehler. Anish muss eigentlich Dame schlägt D1 finden. Keimer guckt ganz zuversichtlich. Ich vermute, das heißt, dass er vielleicht Dame schlägt D1 nicht so auf dem Zettel hat. Oder ihm gefällt die Steuerung nach Dame schlägt D1 E5. Greift die Dame an und versperrt den Läufer. Schwarz würde sich hier zurückziehen. Er würde snaken, snake, snake. Und die Steuerung ist auf jeden Fall sehr unübersichtlich. Also eine menschlichere Lösung als dieses Bauer E5, was der Computer schrie. Aber mir gefällt es nicht schlecht. Keimer hat das Brett hier in Flammen gesetzt. Ist auf jeden Fall besser so eine Steuerung als die Steuerung, die er vorher hatte mit dem relativ glatten Bauern. Weniger, ups, nicht E6. E schlägt F6, B schlägt C, F schlägt G. Kann alles passieren. Und das ist nicht so Anishs Steuerung. Er mag Kontrolle. Den Balken gönnt nicht so, aber wie gesagt, die Balkenvarianten waren auch echt sehr crazy. Dieses ganze Zeug, das hier. Ist deutlich, deutlich humaner, ohne den Bauern halt herzugeben. Und auch hier wieder ist der Schlüssel dieser Doppelangriff. Jetzt natürlich noch viel besser, weil der Turm nicht auf E3 schlagen kann. Anish rechnet. Anish. Er hat dich ein bisschen getrickst. Keimer guckt auch ein bisschen müde. Aber konzentriert. Die Giri-Uhr tickt, also er überlegt zwischen Dame schlägt D1 und Läufer schlägt B2. Auf Computer ist Dame schlägt D1 schwarzer Vorteil, Läufer schlägt B2 weißer Vorteil. Das ist natürlich auch für Vincent insofern ganz gut, dass Giri jetzt länger nachdenkt, dass Keimer jetzt auch auf Giris Zeit ein bisschen Varianten rechnen kann.
Anish taucht ab. Literally. Da ist er wieder. So, meine Damen und Herren. Ichinger fragt, in welcher Tiefe berechnen Großmeister? Ja, Anish, so auf 50 cm haben wir eben gesehen. Aber die meisten eigentlich in normaler Sitzposition, wie Großmänner, 1,20. Ansonsten, es kommt drauf an. Schach ist kein Wettbewerb. Wer mit geschlossenen Augen die meisten Züge vorausberechnen kann. Man kann ja endlos, als Großmeister hat man ein Brett im Kopf, endlos vor sich her die Züge hinziehen. Aber es ist kein Skill, ey, habe ich 20 Züge weit gerechnet. Sondern normalerweise rechnest du halt 2, 3 Züge und schätzt die Steuerung richtig ab. Das ist eher der Skill, die Steuerung schnell richtig einschätzen zu können. Nicht, wie lange man irgendwie die Varianten fortsetzt im Kopf. Nightshazer, siehst du Vincent auf die Top 10 der Welt zu schauen? Sehr gute Frage. Nee, ich sehe ihn eher auf dem absteigenden Ast. Also seit er sein Abitur gemacht hat, geht es rapide bergab mit Keimer. Ihm fehlt einfach die Struktur der Schule und dieser Schachsumpf, der Moloch des Schachs, der macht ihm zu schaffen. Ich sehe da keine Chance. So. Anish, die Zeit läuft, ne? Ich sag's dir nur. cm so hoch soll dein Sitzmöbel sein. Ja, aber man sitzt ja nicht auf 46 cm, oder? Also, wir berechnen ja im Kopf, nicht im Gesäß. Bei Unentschieden kann man Elo verlieren. Laufschicht B2, Fehler von Giri. Fehler von Giri, lange gerechnet. Und jetzt Läufer B5, da ist die Chance für Vinny K. Sieht er Läufer B5? Das ist die große Frage. Er guckt ein bisschen skeptisch. So nach dem Motto, Anish, was ist da los bei dir? Und natürlich sieht er Läufer B5. Vincenzo, Alter. Hat hier echt Anish einfach einen Bauern vorgegeben. Fürchterliche Stellung. Und dann im Infight das Blatt schon wieder gedreht. Also, schöner junger Keimer, wieder in Aktion jetzt. Beide Türme angegriffen, das könnte Anish in Gang sein. Mal gucken, wie es weitergeht, Laufschicht E3. Jetzt muss er sich einen dieser Türme schnappen, wahrscheinlich den hier. Oder den, aber wahrscheinlich den. Dann würde dieser Turm hier schlagen, Läufer kann hier hin. Turm greift hier an. Läufer geht hier hin, ey, ist immer viel zu kompliziert für uns. Aber auf jeden Fall ist Keimer wieder im Geschäft. Gord Kohling sagt, rein theoretisch könnte Vinny dein Sohn sein. Ja, Chat, ich bin nicht 17 Jahre alt. Was wollt ihr von mir? Lasst mir im Frieden. Welchen Turm soll er schlagen? Weiß Vinny, deswegen jetzt alle Vinny nennen? Das weiß ich nicht. Und er schlägt den richtigen Turm, Läufer schlägt A4, Turm schlägt E4, Läufer nach C2. Er macht wieder die ganzen besten Züge. Das ist ein Trick, den er häufiger anwendet, der mir recht effektiv zu sein scheint.
Turm nach D4 kann er jetzt hier schlagen. Und wenn der Turm hier hingeht, läuft er nach B3. An hier hast du dich verheddert, oder? Da hat er sich verheddert. Hier, aber jetzt überlebt der Läufer. Und der schwarze Läufer halt nicht. Kann sein, dass sie ausgemacht haben, immer mit besten Zügen gilt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Sonst wäre die ohne so Regel in Kraft. Und ja, bei Giri mag man jetzt auch leises Kopfschütteln. Also man muss es wirklich sagen, hier Keimer, der ja häufiger in der Öffnung noch in die Bredouille gerät. Das heißt, da hat er auch noch Luft nach oben. Obwohl er natürlich auch in der Öffnung schon sehr, sehr stark ist. Fightet sich da fast jedes Mal wieder raus. Und das auch gegen die Besten der Welt, gegen Carlsen, gegen Giri, kann man wirklich nur seinen virtuellen Hut ziehen. Manish opfert den Läufer schweren Herzens. Jetzt kommt der König ran und der Springer, der Verbliebene, sollte hier mehr wert sein als die Bauern. Weil Weiß relativ schnell auch Angriffe auf den F7 organisieren kann. König 3, Läufer B3. Und es sieht unangenehm aus. Na, wann würde man sowas aufgeben? Kein Mensch würde hier jemals aufgeben. König nach G3 gespielt. Er geht nicht in die Mitte. Kompi wollte gehen Mitte. Aus. Vielleicht haben sie doch gesagt, ohne immer die besten Züge, denn laut Computer war hierhin besser. Und dann wäre das ein guter Zeitpunkt, den zweitbesten Zug zu machen. Also hier kann noch alles passieren. Gerade nach König G3, G5 ist es wieder relativ offen. König G3 hat den Nachteil, dass er diesen Turm nie belästigen kann mit Bau nach G3. So dass der hier jetzt erstmal relativ stabil steht. Und beide Seiten haben keine Zeit mehr. G5, Läufer B3. Jetzt die gierische Stellung wieder ein bisschen einfacher zu spielen. König G7. Und mal gucken. König G7 gespielt. Eieiei. Tja, ich weiß, ihr meint diese Engine-Jokes nicht böse, aber ist so ziemlich das Schlimmste, was man einem Schachspieler unterstellen kann. Also bitte nicht mal im Schatz. Was ist jetzt los? Keimer war es zu abenteuerlich hier und er schlägt auf F7. Er möchte nicht mit dem eingesperrten Springer weiterspielen, obwohl Computer meint, das weiß hier besser steht. Vereinfacht daher die Stellung, aber jetzt hat Giri zwei Bauern für die sogenannte Qualität. Keimer schüttelt den Kopf, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich glaube, Läufer E6 hat er übersehen einfach. Und nach Turm D8 muss er jetzt wieder kämpfen, denn hier laufen auf einmal die schwarzen Bauern. Nee, da ist er schiefgelaufen, Bauer nach B5. Er hat sich irgendwie verheddert, muss jetzt um den Ausgleich kämpfen. Computer sagt, die Stellung ist noch haltbar. Ist noch länger haltbar. Aber das wird schwer. Es geht auf und ab. Auf und ab. Ihr Eye-Test sagt eher, dass Schwarz jetzt, ich weiß nicht, ob gewinnen sollte, aber auf jeden Fall besser steht. Läufer nach D5. Ja, Keimer muss den König ranbringen. Das tut der König F2, G3, König E3. Das muss der Plan sein. Dann hier bei Bedarf H4. Bauernanzahl verringern. Und er soll jetzt versuchen, diese Stellung zu halten. Schüttelt den Kopf, er ärgert sich, er weiß, dass er was verpasst hat. Aber das Gute ist, dass wieder alles drin ist. Oder noch
alle. Alles drin ist übertrieben. Dass ein Remis noch drin ist, so soll ich sagen. Bau nach H5, Bau nach G3, nicht die Bauern hier festlegen lassen. Ah, das weiß er. Ja, Bau nach G3, das ist automatisch auf dem Level. Kiri, Läufer E6, aber jetzt H4, wenn der Bau auf Schwarz fixiert wird. Ich glaube, das verliert er nicht. H4 spielen, König ran. Überlegt, vorhin überlegt er. Turm H8 oder was? Schlägt, schlägt. Kann uns weit nach wie vor kämpfen. Aber. Moment, heute ist der 15.10. Irgendjemand hat am 15.10. Geburtstag. Aber wer? Ich weiß nur, dass irgendjemand Geburtstag hat. Wahrscheinlich mehrere Menschen. Aber in meinem Umfeld. Werde ich noch recherchieren gleich. Ich muss auf die Toilette. Jetzt mach mal hinne. Ich schaffe nicht, Chat. Ich muss kurz rüber rennen. Die gute Buddha, vielen Dank für den Prime Sub. So, was haben wir verpasst? Habern wurden getauscht. Schlange sollte Remis sein, aber Keimer muss natürlich aufpassen, dass er die Bauern hier im Zaum hält. Wie macht man das? DJ Hampi, danke für deine Bits. Turm rüber. Ah, okay, er muss noch Präzision walten lassen. Spielkönig E3. B3 wegkommen. Kann man einfach mit dem König hinlaufen? Ja, scheint einfach zu gehen. B2, König C2. Das wird Remis. König geht hier hin. Dann schnappt er den Turm mit anderen Bauern und Remis. Harter Kampf. Also Öffnung ging daneben. Keimer stand auf Verlust. Hat dann die Lage erfolgreich verwirrt. Stand zwischendurch sogar besser. Aber am Ende geht es Remis aus. Ja, und die Spieler einigen sich hier auf Unentschieden.
Grund ist einfach, dass diese Bauern verschwinden würden. So. Und wenn Schwarz zum Beispiel Läufer D5 spielt, König C3, König ran, schnappt man sich einfach den. Zack. Und mit Läufern König gegen König kann man nicht gewinnen. Also, harter Fight zwischen Anish Giri und Vinny Kay. Anish guckt ein bisschen angewidert, dass er hier die Stellung mit glatten Mehrbauern fast noch verloren hätte. Und ja, Vinny Kay wehrt sich nach wie vor ausgezeichnet hier im Konzert. Der Große, man muss sagen, in dem Format gehört er zu den Großen dazu. Er spielt hier mit allen Leuten auf Augenhöhe. Der Score gegen Magnus Carlsen ist noch nicht da, aber auch gegen Magnus sind die Chancen da. Kann wirklich nicht meckern. Bauernopfer, vielen Dank für das Sub geschenkt an Russian Ninja. So, gucken wir kurz auf die Tabelle. Ich glaube, hier laufen noch Partien. Ne? Anton spielt noch gegen Duda. Die werden bestimmt gleich fertig sein. Keimer mit den beiden Remisen, das ist natürlich bei diesem Drei-Punkte-Modus, fällt so ein bisschen zurück, aber trotzdem. Nach meinen Berechnungen besser als verlieren. Bin kein Experte, aber würde ich sagen. Und ist ja nicht so, dass er irgendwie die Partien leguanisch angelegt hätte. Man kann wirklich nicht meckern über die Performance hier. Und letzte Runde des heutigen Tages trifft Keimer auf. Sekunde, muss ich hier einmal aktualisieren. Auf Mittal. Von der Papierform her der Außenseiter, aber 16-jährige Inder mit 2,560 sind aller Erfahrung nach keine Laufkundschaft. Premosaes Gukesh, der indische McLovin. Naja, das passt nun so gar nicht zu Gukesh. Gukesh ist eher der indische Wolverine. Achso, ihr meint wegen des Namens. Ja, das ist bei Indern ja relativ verbreitet. Dann könntet ihr ja genau sagen, Anand ist der indische McLovin. Ja, stimmt, der Vatername wurde gar nicht da ausgeschrieben, ne? Hare Krishna. So, es ist 20:51 Uhr, meine Damen und Herren. Um 21 Uhr sollte die nächste Runde weitergehen. Chat meint, gegen Mittal gewinnt Kammer bereits im Mittalspiel. Ja, unterschätzt mir Mittal nicht. Ist ein stiller Typ. Nicht so großes Mitteilungsbedürfnis. Aber am Brett kann er mit den großen Spielen stand gegen Magnus Carlsen auf Gewinn im Rahmen dieser Tour. Also, den darf man da nicht abhaken. Was ich mich häufig frage, ist, wenn ich sage, es ist 20:51 Uhr, um 21 Uhr geht weiter und ich dann die Frage lese, wie lange ist Pause? Neun Minuten. Wo er jetzt 20:52 Uhr, also nur noch 8 Minuten. Chat will. Ey, SC Stefan, du redest die ganze Zeit nur von Geld. Entspann dich mal. Wie viele Großmeister braucht man, um eine Lampe aufzuhängen? Keine Ahnung. Albino sagt, finde ich lustig, man nennt ihn auch Heavy Metal.
Tobi Schaar sagt, ja, wie häufig fragst du dich generell, wenn du unseren Kram hier liest? Nein, ey, ich mache das hier ja, weil es mir Spaß macht, mit Chat zu labern. Manchmal habe ich halt saltiere Tage, heute bin ich ein bisschen müde, Internet läuft nicht so gut. So bin ich vielleicht eine Runde saltier als sonst. Aber sonst, ey, ich kann das schon ab. Und ich kann mich schon wehren, wenn mich irgendwas stört. Oh nein, oh nein, oh nein, ich sollte keine Geister rufen, ich soll den Boost Train rufen. 29 Sekunden und ein Level 2, 17%, ey, es hat keiner ein paar Subs da draußen, was ist denn los? Ey, Support, Chat, lässt ein bisschen zu wünschen übrig heute. Ja, wenn ihr Amazon Prime habt, verknüpft es mit Twitch, subt rein. Ansonsten muss ich hier mal noch mal eine Runde schmeißen, dass der Boost Train weiterläuft. 12 Sekunden nur noch, das wird schon wieder nix. Chef, wieso hat Gukesh keinen Vornamen? Er hat bestimmt einen Vornamen, oder? Boost Train weg. Bitter, bitter. Fireworks, vielen Dank für den Sub, trotzdem. Nee, bei Indern ist häufig so, dass der Vorname gleichzeitig auch der förmliche Name ist. Also Anand heißt auch, ja, wie kann man das erklären? Wir haben das Thema häufiger. Vishwanathan ist der Name seines Vaters. Gukesh wird, ich glaube, ich sehe da auch manchmal auch ein paar abgekürzte Buchstaben, wie heißt es? D. Gukesh sich häufiger. Doma Raju, das wird der Name seines Vaters sein, aber Gukesh ist halt sein Name. Genauso wie Anand der Name Anands ist. Da gibt es auch keinen Vornamen. Oder Pragnananda, der Name Pragnanandas ist. Ramesh Babu ist der Name des Vaters. Deshalb ist das. Ja, bisschen. Bisschen anders als bei uns. Hasskrake, vielen Dank für den Sub und alles andere. Prag weiß, wer der Babu ist. Ich bin spiegelverkehrt. Ich habe mich gespiegelt, weil ich das Schachbrett hier habe, wo ich meistens hingucke. Deshalb wäre es komisch aus, wenn ich mich nicht gespiegelt hätte, wenn ich die ganze Zeit darüber gucken würde, das Schachbrett. Das ist korrekt. Ich bin spiegelverkehrt. Nennt man es nicht mononym, so wie Cher? Hieß was nicht? Cher Bono. Cher, ich kenne mich bei dem Thema auch nicht gut genug aus, aber es ist in Indien, wie gesagt, halt üblich. Du hast den Namen deines Vaters und du hast deinen Given Name, der sowohl deine Casual als auch deine förmliche Anrede ist. Lass uns das nicht zu cringe machen. Vulka, danke für den Sub. Da ist Winnie schon wieder. Nee, hier macht man andersrum. Einmal der Weiß. Da haben wir Mittal. Der, das wissen wir wenigsten, hat ja sehr, sehr viel mit dem ehemaligen Weißmeister Michael Tal
trainiert. Wurde ja häufig gefragt. Aditya, was machst du heute? Ja, ich trainiere wieder Metall. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser, Chat. Letzte Runde heute. Keimer, wenn er die Partie noch gewinnen würde, wäre es wieder ein starker Tag. Auch wenn er sie nicht gewinnt, ist alles okay. Was seine Chancen zur Qualifikation angeht. Aber wäre natürlich nochmal schön. Metall ja relativ schwach in der Eröffnung, relativ schwach im Endspiel. Seine Stärke ist natürlich das Mittelspiel. Keimer konzentriert. Zum Glück hat Keimer jede Partie weiß, muss man hier auch sagen. Das hilft natürlich. Aber wird er wieder zu C4 gefolgt von D3 greifen? Götz Otto hat Geburtstag, wir haben vorhin noch von Götz Otto geredet. Kommt aus Mittelerde. Eigentlich ist ein bisschen komisch, ne? Weil, wenn ich mir das genau angucke, sind die Frisuren falsch rum, oder? Keiner hat doch den Metallscheitel. So, von mir aus kann es losgehen. Und es geht los, letzte Runde des heutigen Tages. Keimer greift wieder zu Pferdchen raus. Bauer nach C4, Bauer nach E6, Bauer nach E3 ist hier sein Lieblingszug. Bauer nach B3, gefolgt von E3 spielt er auch häufiger. Und er versucht hier mit der Zugreihenfolge ein bisschen variabel zu sein. Schlägt jetzt und spielt G3, kann links wie rechts. Habe ich schon mal gesehen bei Vincent, Springer nach C4 und dann E3. Ich weiß nicht mehr, welche Partie es war, aber das haben wir auch wieder schon gesehen. Scheint hier Theorieduell zu sein. Beide wissen, was sie tun. E schlägt D. C schlägt D. Turm E1. Tja, ich habe euch nach Folge 2 gesagt, dass hier Halbrand Sauron ist. Ich habe die letzte, das Staffelfinale noch gar nicht gesehen. Also bitte nicht spoilern. Aber dass ich recht hatte, ist ja nun mal völlig klar. Sauron erkennen können wir. So, was die Steuerung angeht, ich meine, sowas sehr Ähnliches echt schon mal gesehen zu haben bei Keimer. Aber beide Seiten scheinen hier sehr gut vorbereitet zu sein auf dieses Szenario. Sehr häufig ein bisschen auch das Ding mit diesen jungen Leuten. Kennen ihre Schacheröffnung. Gerade verloren gegen Erika, ich sehe, hat er ein bisschen zu hoch geschraubt, das Risiko letzte Runde. Ist ja die Vorrunde, er wird sich qualifizieren, also kann er sich ein bisschen Spaß erlauben. Aber wird ihm nicht schmecken. Die meisten Schachweltmeister verlieren ungern Partien. So kann man sich das gleich merken. Hier Springer F5 von Keimer.
Mal CE5, weil der Computer zucht. Das heißt, Springer F5 hat vielleicht den Vorteil, dass es Metall hier aus dem Buch bringt. Kinzetta, danke für den Sub. Zehn Minuten Harfurt-Abschiedsszene. Ja, spule ich immer vor. Können Sie auch eine halbe Stunde machen. Närrischer Tuck. Die meisten verlieren Ungarn, Rapport an Rumänien. Na, vielleicht haben Richie und der rumänische Schachverband einfach einen besseren Rapport. Lancer sagt, hieß es nicht sonst häufig, dass Doppel-4 in Ketto zu lange dauert? Wo hieß es das häufig? Habe ich noch nie gehört. Lupus, du bist nur neidisch auf die Fußbehaarung. Ja, auch der Name schon, ey. Haarfoot. Haarfuß. Captain Obvious, Alter. Was sagt Chat? Jetzt, wo eh alle munter die Nationalmannschaft wechseln, sollte man da nicht einfach diese Flaggen weglassen? Also ich glaube, das ist ein interessanter Vorschlag. Wladimir Kramnik würde ich da mit Sicherheit unterstützen, denn er ist ja ein großer Gegner von Flaggen im Schach allgemein. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin noch eine Stunde hier. Dame D5 Schach. Dame dazwischen. Helmold 81, vielen Dank für den Sub. Bambus 24, danke auch dir. Keiner überlegt. Dame F3 sieht aus wie der einzig logische Zug. Nachdem er Springer F5 gespielt hat, sollte man hier das Endspiel nicht verschmähen, finde ich. Wie steht es bei Metall eigentlich? Das dauert ein bisschen hier. Ja, schlägt sich wacker, 6 Punkte. Hat auf jeden Fall Anschluss an das Mittelfeld. Und was ich ganz schlau finde von Vincent auch, ich muss aufhören mit den mittelmäßigen Jokes, ne? Ich finde es relativ schlau, hier in der Partie aus der Öffnung gleich ins Endspiel zu gehen. Da ich euch gesagt, die Stärke seines Gegners ist das Mittelspiel. Deshalb Dame F3 hier, zack, überspringen wir es einfach. Dame F3 gespielt. Schwarz überlegt. Wirre Stellung.
Ich bin müde. Sprenger B4. Macht Stress. Droht die Sprengergabel. Und der Trick ist, wenn hier geschlagen wird, schlägt der Sprenger. Und jetzt hat man einfach keine Zeit, sich den Bauern zu schnappen. Und Keimer guckt auch ein bisschen genervt von Sprenger B4. Dass er hier jetzt gleich wieder angestresst wird, muss wahrscheinlich einen relativ hässlichen Zug spielen. Wie Turm EC1, um diese Gabel zu verhindern. Gleich 10 Bauern gedeckt zu lassen. Findet, oh, dass er gerade ein Turnier in Madrid gespielt und sogar ein Spiel gewonnen. Danke, Jan, für deine großmäßigen Schachvideos. Freut mich, findet Earth. Glückwunsch. Wohl Madrid. Ich bin ja halber Madrilene. Damals. Im Stadtteil Retiro drehte ich meine Runden. Madrid ist schön übrigens. Unterschätzte Stadt. Also, Spanien, so Barcelona. Ich bin ja gerade in Barcelona. Aber Barcelona hat ja mehr den Hype. Barcelona ist auch nice. Aber ich mag Madrid persönlich sogar ein bisschen lieber. Also am liebsten mag ich die etwas kleineren Städte in Andalusia. Ihr wisst ja, Malaga. Malaga ist meine Welt hier. Sevilla ist auch schön. Cordoba, Granada. Dies, das. Aber Madrid. Machst nichts falsch. Hat halt kein Wasser. Deshalb nicht so den Hype. Aber ich verstehe nicht ganz. Paris greift immer den ganzen Hype ab. Madrid kriegt nichts. Ah, wahrscheinlich irgendwas fehlt ihnen, ne? Der Fluss. Das Meer. Madrid ist trotzdem ganz nice. Chess ist laut für Madrid auch besser als Barcelona. So sieht es nicht mal aus. Madrid gibt es überhaupt kein Wasser. Duscht auch keiner. Jacket Mate sagt, Malaga finde ich überwertet. Von wem? Ja, nur von mir, oder? Ich hype doch immer nur Malaga. Sonst hat Malaga auch nicht viel Hype. Wobei Griechen loben das auch sehr viel, ne? Eladrin Malaga. Nordspanien ist unterschätzt. Ja, Nordspanien ist immer wunderschön. Genau wie das Landesinnere Mallorcas. Ja, Bilbao. Gibt es wunderschöne Ecken. Benidorm. Kennen die wenigsten. Dirk Lische sagt Malaga ganz nett. Cadiz ist super. Ist es jetzt ein Malaga-Diss oder Cadiz? Cadiz ist auch nice. Wir hatten ein Trainingslager mit Magnus in Cadiz vor der letzten Schachwärme. War eigentlich wenig in Cadiz, muss man sagen. Beziehungsweise gar nicht. Eher im Hotelkomplex, aber trotzdem sehr schön. Chef, wollt ihr wirklich in Spanien einen Geheimtipp? Ich weiß nicht, wie geheim. Nerja. Nerja. Checkt es aus. Wunderschön. Klein, kompakt. Alles, was man braucht. Gute Restaurants. Wunderschöne Altstadt. Strand. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Nerja ist Killer. Über Essensgeschmack zu diskutieren, ist meist ergiebig und kommt zu konstruktiven Ergebnissen. Lass machen, Chat. Was ist das beste Essen?
Gaga, sei es eigentlich mehr üblich, das Schwarz zu beginnen, mehr Zeit verbraucht, kann man gleich so pauschal nicht sagen. Verbraucht halt der mehr Zeit, der zuerst aus dem Buch ist, normalerweise. Und hier, Mittal hat er sehr schnell runtergespielt, kannte die Eröffnung auf jeden Fall bis hierhin in- und auswendig, also wurde nicht überrascht von Vincenzo. Und jetzt nach Springer B4 muss Kaima als erste Varianten rechnen. Ich glaube, sonst kann man es so pauschal nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Weiß, dadurch, dass Weiß ja manchmal ein bisschen mehr Flexibilität hat bei der Variantenwahl, vielleicht etwas häufiger es schafft, den Gegner zu überraschen und damit als erster zum Nachdenken zu bringen. Aber ich glaube, kann man nicht pauschalisieren. Checkmate sagt, mein Geheimtipp ist Malle, ja. Kala Rajada, ne? Wunderschön, wunderschön. Wer ist ein Metall? 16. Ist jünger als Vinny. Vinny ist schon 17. Und mir gefällt der Trend in dieser Partie nicht. Keiner spielt Turm nach D1, nicht nach C1. Gleiche Idee, will dieser Gabel ausweichen. Ich wollte Turm D1 nicht, weil man jetzt noch nicht droht zu schlagen und hier zu schlagen. Weil er immer noch Springer nach C2 geht. Aber vielleicht ist das nicht der bestimmende Faktor. Matthias, ist das Zufall, dass Vincent heute immer weiß hat? Ne, es sind die Regeln. Keiner kriegt immer weiß. Er hat gesagt, ich spiele mit, aber nur, wenn mir hier keiner schwarz gibt. Chat sagt, stabiler Bartwuchs für 16. Ja, der eine sagt so, der andere sagt. So, hier haben wir den 16-jährigen Gukesh. Jetzt ne, muss schon die Hand wegnehmen. Gukesh, so wäre das nix. Hand weg da. Gukesh, Alter. Nimm die Hand weg jetzt. Geht doch. So nämlich. Metall, Alter. Dann halt nicht Gukesh. Zurück zu Vinny. Bauer nach B5, Damen waren getauscht. Keiner muss hier schon aufpassen, das Gleichgewicht zu halten. Springer am Rand wäre jetzt nicht besonders schön. Wäre da einfach hier zurückgedrängt. Also er muss mit Weiß hier kämpfen. Mittal, ja, spielt stark. Okay, ihr wollt den direkten Vergleich, ne? Ist ja auch verständlich. Beide 16, kein Spaß. Ist Gukesh 17 inzwischen? Ne, ich glaube, Gukesh ist noch 16. Gukesh. Gukesh hat im Griff.
da sind sie alle. Pain for me. Okay, weiter geht es. Sprenger A5 gespielt von Keimer. Oh, 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 er steht schlecht, er steht schlecht. Winnie, Alter. Bau nach A3 war der Computer zu. Das ging alles schon in keine gute Richtung. Und hier, Bodo Balken ist nicht zufrieden mit der Gesamtsituation. Chat-Innen ist nicht so mächtig heute. Hier kriegt das alles nicht ganz gestemmt. Trotzdem. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, man kann es einigermaßen verfolgen. Es tut mir leid. Ich tue, was ich kann. Also wie erklärt man die Stellung? Ich blicke selber nicht so ganz durch. Läufer nach D6 greift den Springer an und verhindert, dass Weiß diesen Springer, den Randspringer, hier reinstellen kann. Wenn der andere Springer jetzt reinspringt, was normal aussieht, dann, also das sind die Computerzüge, stehen sich diese Springer so ein bisschen auf den Füßen. Und der schwarze Springer steht mächtig, kontrolliert dieses Feld, baut nach D3, schneidet die Felder ab, Turm kommt nach E2 rein. Und es sieht nicht gut aus. Natürlich sind das keine leichten Züge. Und es kann alles passieren, aber objektiv ist hier schon schlecht. Auch nicht mehr endlos viel Zeit. Ore 015, danke für den Prime Sub. Metall. Der einzige Nicht-Großmeister im Feld ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich vermute, der erste Nicht-Großmeister überhaupt in der Champions Chess Tour, oder? Aber da muss man, glaube ich, kein gigantischer Prophet sein, um vorauszusagen, dass auch Herr Metall sehr bald den Großmeistertitel tragen wird. Chefra hinter D4 nicht. Erstens ist schwarz dran. Zweitens ist die Gabel immer noch hier am Start. Laufe nach C5 gespielt. Verteidigt den Bauern. Greift den Springer an. Aber es erlaubt immerhin dem anderen Springer hier reinzuspringen. Trotzdem bleibt die Keimerstellung schlechter. Der Balken mag Keimer im Mittelspiel nicht so, ne? Ich weiß, ich weiß. Rechne, was kann er machen? Hier rein springen, sieht normal aus. Er hat ein paar Jumps, also sie führen alle so ein bisschen ins Nichts. Das sind. Sind nicht mal Jumpscares für Metall. Setze ich neben den Keks. Danke für den Sub. Fühle ich wie zu Hause. Ja,
muss reinjumpen, das ist alles nichts. Dopamin 68 fragt, wie werden die Spieler für das Turnier ausgewählt? Das ist eine relativ komplizierte Formel aus den Bestandteilen. Keine russischen Spieler, Elo-Zahl, jung und Gesichtsbehaarung. Und daraus bastelt man sich das dann zusammen. Du kannst natürlich, wenn du jetzt sehr jung bist und sehr, sehr viel Elo-Zahl hast, dann ein bisschen bei Gesichtsbehaarung zurückhängen, wenn du jung bist, viel Gesichtsbehaarung hast. Elo-Zahl nicht so schlimm, aber du brauchst normalerweise mindestens zwei der drei Faktoren, um hier dabei zu sein. Sonst ist es, glaube ich, auch so, dass sich die ersten acht des letzten Events immer qualifizieren, solange es nicht diese Masters-Turniere sind. Also die ersten acht des Events davor kommen weiter. Die anderen acht werden eingeladen. Schwarze 6. Ich weiß nicht so, dass Keimer keine Eröffnung kann. Es ist halt auf diesem Niveau auch das Problem, wenn du ständig Partien spielst. Gerade mit Weiß halt eine Eröffnung, ja, häufig nur ein, zwei Partien, dass du eigentlich immer was Neues brauchst. Und da sind vielleicht die Top-Leute noch breiter aufgestellt, die E4, D4, C4, Spray F3 spielen können. Ich weiß nicht, ob es bei Keimer auch auf dem Programm stehen könnte, eines Tages noch E4 hinzuzufügen. Weil du halt hauptsächlich, um unberechenbar zu bleiben, willst du mit Weiß möglichst viele verschiedene Eröffnungen shuffeln. Keimer hat da schon was hinzugefügt, jetzt ist C4, D3, ist neu im Programm, D4, C4 kann er auch spielen. Aber ab und zu gucken ihn die Gegner hier halt aus, wenn er solche Varianten schon mal gespielt hat oder die erwartbar sind. Und das ist jetzt ein bisschen passiert gegen Giri und auch gegen Mittal. Aber da wird schon fleißig gearbeitet. Da macht euch mal gar keine Sorgen. Danke, Tankic. Ich mache nicht die Regeln. Ja, ich entspreche halt keiner der Kriterien. Nicht jung, nicht viel Elo. Keine Gesichtsbehaarung. Das ist keine Chance. Spreze 6 gespielt, Turm A nach C8. Keimer muss weiter leiden. Muss jetzt sie tauschen und sich dann zurückziehen. Chad, ich weiß, dass der Stream nicht gut läuft. Ich kann leider das spanische Internet hier nicht sehr viel beeinflussen. Wir haben es bald geschafft. Ich kann mich dafür nur entschuldigen. Vielleicht. Nein, ich soll nicht schon wieder salty werden. Aber ich weiß um das Problem. Ich kann halt nichts dran tun.
Sprenger zurück. Und dann Bauer vor. Major MC ist unberechenbar, aber auch ziemlich schlecht. Okay. Kugelbuch hat keine Wolle, ja. Alles gut bei Kugelbuch. Hat nur viel um die Ohren hier. Gesundheitliche Sachen, Umzugssachen, also da kommt einiges zusammen bei Kugelbuch. Das ist alles in Ordnung. Macht euch keine Sorgen, macht euch keine Sorgen. So, Keimer macht eigentlich das Übliche. Schlechte Stellung, dann viele gute Züge. Klassische Trick. Aber er steht immer schlechter und hier Metall lässt auch nichts anbrennen. Kann man sich damit Fake Bart nicht reinmogeln? Könnte man probieren, aber ich weiß nicht, ob das nicht auffällt. Die Bart, die. Aber es gibt ja, wenn es ein Zoom-Call wäre, Zoom hat ja diesen Bartfilter. Den habe ich ja schon häufig genutzt. Dann können wir einfach sich die ganze Zeit den Bart da reinzoomen. Aber ich weiß nicht, ob Microsoft Teams auch so einen Bartfilter hat. Störung bleibt unangenehm, leider. Und auch so dieses chronische Unangenehm, dass du nicht irgendwie zwei gute Züge machst und es ist weg. Turm E2 liegt in der Luft, Sprenger C2 liegt in der Luft. Keimer guckt auch nicht sehr zufrieden. Also ja, das mit... Katakloppe sei... Wie kann es sein, dass die Play Magnus Group so schlechtes Internet hat? Hey, ich bin das Wochenende, ich bin alleine hier. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch eingestellt, ich habe keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall nett, dass ich überhaupt dieses Studio nutzen darf. Dreht daraus einen Strick, wem ihr wollt. Aber naja, mir tut es ja leid. Vielleicht ist die Lektion, die ich lernen sollte, einfach nur von zu Hause streamen. Urlaub sein lassen. Sorry. A4 gespielt. Sprenger C2. Turm C1, Turm E2. Greift den Bauern an. Sprenger D4, funktioniert das? Hier so fesselmäßig. Immer noch ein bisschen unangenehm, aber vielleicht die beste Chance. Läufer D4 spielt er. Ähnliche Idee. Warum ist Mita so stark? KUW! 2 nicht an Sauron. Grüße dich. Und sehr ehrenhaft, dass du hier am Start bist. Laufe nach D4. Keimer auch wieder wenig Zeit. Ne? Das ist halt auch das Problem, wenn man eine Eröffnung unter Druck gerät. Er ist halt so krass stark danach, dass er sich da noch gut durchwurschtelt. Ah, da geht echt noch mehr. Okay,
Meta überlegt, schnellster Zug laut Computer ist Bau nach G5. Aber das ist nicht so leicht. Darf nicht geschlagen werden, weil dann der Läufer geschlagen wird. Und hier, wenn schlägt, schlägt, hat man Luftloch und droht gleich mit Bau nach G4. Das scheint in der Tat sehr unangenehm zu sein. Da musst du erstmal drauf kommen hier, Metall. Egal wie freundlich du guckst. Zeit läuft. KUW, danke dir, danke Heilbrand und danke mir, dass ich Heilbrand sofort durchschaut habe. Ich habe die letzte Folge Ringe der Macht noch gar nicht gesehen, aber ich habe ja keinerlei Zweifel. Ich habe ja seit, wie gesagt, seit langer Zeit keinerlei Zweifel gehabt. KUW, sehr ehrenhaft, vielen, vielen Dank für die 20 Subs hier. Wir hatten KUW hat gesagt, ey, wenn diese verrückte Theorie stimmt, dann hau hier 20 Subs raus. Dankeschön, KUW. Hier, wir haben hier ein paar Züge. Die kamen her. Zack. Jetzt ganz schnell reingelachst. Zack, zack, zack. Turm E4. Ey, Lacey Grady, ich werde den Namen nie richtig sagen, aber ich danke dir trotzdem. Auch nach 21 Monaten kann ich es mir nicht merken. Es sind zu viele Zahlen da drin. Laser Grady. So. Hier kam sehr schnell, kam auch keine Zeit mehr, ungefähr 800 Züge. Ist das Schlimmste überstanden? Also Laufstich D4 war nicht der beste Zug, Bau nach G5, wie gesagt, aber sehr schwer zu sehen. Hier hätte Keimer schon schlagen können und sich damit wohl rauswinden. Musste eigentlich dann den sehr wehren Zug Bau nach D4 finden. Und hier KUW auch noch mit der Zugabe. Das habt auch noch selber rein. Dankeschön. Ice Greedy. Ja, die Diskussion werden wir, solange Ice Greedy hier weiter subbt, jeden Monat haben leider. Ich kann es mir nicht merken. Ja, trotzdem vielen, vielen Dank. So. Die Zeit ist wieder knapp bei Vinny. Sorry. Bei D6, Turm E6. Und er muss halt immer noch kämpfen. Turm B8. Kann man den Bauern schlagen? Ich glaube nicht, weil der Springer gefangen wird. Aber schon dämonisch hier. Uff, und das mit der wenigen Zeit. Ey, ich habe vom Feeling her kein gutes Gefühl. Turm D8 gespielt. Besserer Zug. Er sieht, er kann nicht Springer F7 spielen. Das ist schon mal stark. Aber trotzdem, ey. Wie können so viele so junge Leute so gut im Schach sein? Wahrscheinlich trainieren die heimlich, ne? Was ich interessant fand, hier, habt ihr das Statement von Wesley So gelesen? Er meinte, ey, die jungen Leute heutzutage, sie haben keine Frauen, keine Freundinnen, keine Familien, sie fokussieren sich nur auf Schach. Also wenn Wesley das schon sagt. Wesley war jetzt ja auch nicht unbedingt als Partylöwe, der große Lebemann bekannt, der sich nie mit Schach beschäftigt hat.
Aber wir sind schon da, wo Wesley sagt, ey, die jungen Leute heutzutage, nur Schach im Kopf. Chat ist eine ganze Weile hinterher. Wir sind halt echt nicht so live unterwegs, ne? Ah, jetzt kommt er. Keine Freunde, keine Mädchen. Ich weiß nicht genau, wie es um Wesleys Liebesleben bestellt ist, aber ja, fand ich auch ein überraschendes Statement. Also, ey, keine Frauen, keine Familien. Nur Schach im Kopf, die jungen Leute. Wesley, Alter. Ich sage ja auch nicht, dass es stimmt, Wesleys Statement. Es ist mir nur aufgefallen. Ich muss mit Peter Heine auch mal ein ernstes Wörtchen reden, das haben wir jetzt in jedem Stream 70 Mal. Peter Heine hat gesagt, Grandmasters aren't very educated. Wahrscheinlich hat er auch noch gesagt, Grandmasters isn't very educated. Auch deluxe nervig. Springer E1 Schach. Es sieht nicht gut aus, es sieht nicht gut aus. Ey. Ich habe die ganze Zeit hier schon... Ah, ne, die Partie war die ganze Zeit verhext, ey. Sprang auf 3. Uff. Er spielt auch super stark, Metall. Guckt euch den Typen an, ey, der 16. Sitzer. Und killt einfach. Juve, das war doch nun, wie gesagt, ich letzte Folge nicht gesehen, aber na, ich will nicht zu sehr auf meinem I told you so rumreiten. Ich muss mir erstmal die Folge angucken. Agroschim sagt, glaube sein Hauptpunkt war keine Uni. Peter Heiner hat ungefähr 77 Semester Geschichte studiert. Caruso, was geht ab? Barcelona, man lebt ja nicht schlecht. Naja, noch. Aber ich muss in 2 Tagen weiter nach Thailand hier. Ich hab's auch nicht leicht. Vincent verliert die Partie hier leider. Ärgerlicher Tagesabschluss für ihn. Fair war auseinandergenommen von Mittal. Ich bin fast ein bisschen sauer auf Mittal. Wie er da sitzt. Mit seiner Brille, seinem Polohemd, seinem Schnurrbart und die ganze Zeit super Züge macht. Bis 16, Digga. Ist immer Schachgroßmeister. Internet ist nicht so krass hier heute. Aber trotzdem schön, dass ihr dabei seid. Stimmung ist so mittel. Gibt auch keine Chance jetzt. Gönn doch mal, Mittal. Ist auch noch Sprenger E3. Na, Vincent weiß natürlich, dass es vorbei ist. Das wäre meine Wesley-Statement bezüglich keine Uni. Aber ich bin ja salty wegen Peter Heines. Grandmaster sei uneducated, weil ich ja so unglaublich educated. Bauern F6. Stimmung ist am Boden.
guckt ihn euch an, wie zufrieden er ist. Er will sich da auf seinen. Das sieht aus, als wäre es nicht sein Arm, das ist so ein fremder Arm, der ihm da ins Gesicht gestützt wird. Okay, ist vielleicht doch sein Arm. Na, Vincent kann aufgeben hier. Und das tut er. Starke Leistung von Mittal, trotzdem Mittal. Wir heißen das hier nicht gut. Nur jetzt freut er sich nicht mal. Jetzt, oh, ganz normal, ja, habe ich mit 16 hier mal wieder. Mit Spaß gewonnen, gar nichts los. Okay. Nützt ja nix, hat stark gespielt. Das müssen wir anerkennen. Bleibt einfach sitzen. Hier mal gucken, was in den News gibt. Gänsefleisch die Kamera ausmachen. Ich hoffe, da kommt gleich jemand mit dem Metalldetektor. Okay, solche Jokes eigentlich nicht machen, das war alles korrekt. Und Jack and May hat sich mal mit Peter Heine auf Twitter angelegt. Peter Heine nimmt es mal so ernst. Jetzt streckt er sich auch noch, ey. Frech, Alter. Starke Leistung von Mittal. Muss man anerkennen. Ärgerlich für Vincent. Die gute Neuigkeit ist, er ist immer noch unter den Top 8. Das sind ja die Plätze, die für die Qualifikation reichen. Auf dem 6. Platz. Jetzt aber keinen großen Puffer mehr hier. Mittal kommt an. Rapport und Vidit sind auch nicht mehr weit. Also, Vinny muss noch kämpfen. Hier an den letzten beiden Tagen, um weiterzukommen. Vielleicht denken sie auch nur, hier, Jan hat auch mal ein bisschen Urlaub verdient. Der soll in Thailand sich nicht mit meinen Viertelfinal-Matches rumschlagen müssen. Hier, ich war einfach mal 9. Aber das wäre zu viel verlangt. Komm ruhig weiter, Keimer. Ist okay. Mittal Livestream jetzt. Er macht jetzt einen Stream an und sagt, ja, yeah, oh, ich wollte mal erklären hier, wie ich hier Wale weggehauen habe. Was denkt er sich? Sorry für all den Hass, Mittal. Du kannst nichts dafür. Chat. Vielleicht haben wir Vinny ein bisschen gejinxt mit den ganzen mittelmäßigen Witzen. Das Coole ist, es bleibt spannend. Abdusatorov, Mamedyarov, Carlsen. Mamedyarov hat Vinny noch weggehauen, ey. Da war die Welt noch in Ordnung vorhin. Dann Duda, Erigaisi, Keimer ist dabei. Giri, Gukesh, Rapport, Vidit, Mittal. Was hat Keimer für ein Restprogramm? 15, hat noch Hare Krishna, bei Hare Krishna läuft es nicht. Abdusatorov, bei dem läuft es. Regaisi auch immer stark. Dann hier so die direkten Kontrahenten, ne? 8, 9, 10. Da entscheidet es sich. Also, es bleibt spannend. Ich muss gucken, ob ich hier was an dem Internet tun kann. Es ist, sorry, dass ich da manchmal ein bisschen salty werde. Es ist halt super frustrierend, weil ich hier die ganze Zeit sehen kann. Dropped frames detected, 39% over last 2 minutes. Und es tiltet mich ja selber wahnsinnig. Aber ich kann halt wenig daran tun. Ich vermute, dass es ein Wochenendding ist, weil hier ja gestern alles okay war. Vielleicht gibt es da irgendein Setting. Ich versuche da jemanden zu erreichen. Oder irgendein Setting. Vielleicht muss man einfach irgendeinen Router haben. Keine Ahnung. Ich versuche da jemanden zu erreichen. Kein Plan, was los ist. Und hoffe, dass morgen besser ist. Wenn es morgen wieder so ist, weiß ich nicht. Ob das Sinn macht, gucken wir dann. Chat fragt, muss man auf derartige Gewinne Steuern zahlen? Oder wie läuft das? Ja, man muss auch auf Geld, was man mit Schach verdient, Steuern zahlen. Es ist ein bisschen unfair. Aber Finanzämter sagen, haben immer noch nicht anerkannt, dass es eigentlich ein Glücksspiel ist, Schach. Wie dem auch sei, Runde ist vorbei. Lizenzente, vielen Dank für den Sub.
Gucken auf die Ergebnisse. Bitteres Ende für Vincent Keimer natürlich hier mit Weiß gegen den am niedrigsten bewerteten Spieler, auch wenn er super gespielt hat. Will man natürlich nicht verlieren. Sonst will man ja immer gerne verlieren, aber da wollte man nicht. Was haben wir in Runde 9? Morgen 18 Uhr. Ich gucke. Wollen wir eigentlich auch mal eine Nicht-Keimer-Partie gucken? Ey, ich weiß, ihr seid Keimer-Ultras und gegen Rapport können wir auch keine gucken. Aber ab und zu, ey, so Gukesh gegen Carlsen. Ab und zu, ey, schon Bock, Winnie auch mal eine Runde in Ruhe zu lassen. Aber können wir morgen wieder abstimmen, wer wieder so 98% sein für Vincent Keimer. Und ist ja auch nice. Fangen wir da an, man kann nicht angeben, ich bin Schachspieler, muss keine Steuern zahlen auf Einkommen. Es ist eine verrückte Welt. Es ist keine faire Welt da draußen.